Ja, Luigi, schön, dass wir am Start heute mit einem neuen Video zusammen mit. Digga, wollt ihr mich jetzt verarschen? Weiß und Damage! Realize. Was knapp? Ja, wir sind. Digga, wollt ihr mich verarschen? Was ist das hier für eine. Wir machen heute Bunker Battles, Leute, und das heißt richtige Eskalation. Wir werden heute gegen iCrimex, Brox und weiß ich nicht, was für Teams spielen. Das ist mir auch egal, wir werden eh gewinnen. Also, das ist für uns kein Thema. Hier seht ihr die verschiedenen. Hier seht ihr die verschiedenen Teams. Die einzige Erneuerung ist, dass wir Vierer-Teams haben. Bei Obrox und Damage Realize wird gleich noch jemand dazukommen. Ich bin mit Konoti, Saman und MBK im Team. Dann ist Max mit The King, Dextex und Weißstudien ein Team. Und das heißt Bunker Battles Time. Karte und aus nachher und Namen aus. Genau, Karte aus. Ja, das machen wir aber erst nach 15 Minuten. Ja. Weil wir wollen, dass die Teams sich jetzt zusammen. Logo, Digga. Wir so, wollen... wann können wir starten? Digga, ich hab schon gestartet. Ruf der Chinese mich an! Ich hab auch gestartet, Digga. Ach, ihr habt schon gestartet? Ja, Digga, wir reden hier. Jedenfalls, Freunde, wir haben die ganze Zeit davon geredet, dass wir jetzt starten. Lass den... Ja, gleich kommen die Krops. Super, Leute. Die Beitritte sitzen wegen inkompatibler Zum Glück haben wir keinen Komponenten. So. Die Komponenten? Dann starten wir das gute Ding auch mal. Inkompatibler Komponenten. Was ist das, Digga? Komplett so, let's go, let's go. Ja, jedenfalls, Leute, wir werden uns jetzt so vorbereiten, wir haben jetzt 15 Minuten Zeit, uns auszurüsten, werden uns dann hier nochmal treffen, also sehen wir uns hier um 40, würde ich sagen, wieder hier, weil es gerade 23, dann sehen wir uns um 40 wieder hier und dann kann jeder das Team nochmal begutachten, dann kaufen wir uns Bunker und dann geht's los mit Bunker-Battles. Okay, ich zieh mal mein Team in eine extra Raum. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Hast du gemoved, Digga? So, MBK, dein Bruder kommt auch dazu. Okay, Jungs, wir werden jetzt erstmal. Wir werden jetzt erstmal. Steigt mal ein in meine Kommandozentrale. Könnt ihr da rein da hinten? Geht mal hinten rein. Let's go. Geht hinten rein. Einer kann vorne und zwei müssen hinten. Jo, bin hinten. Vorne? Bin hinten. Digga, bist du dumm? Man kann da nicht mit Motorrad reinfahren. Digga, ich komm mit dem Pimmel rein. Was ist los mit dir? Das ist mein Bunker. Ist egal, ich hab den eingenommen, Digga. 3 € auf deinen Nacken. Du hast meine Bunkerzentrale eingenommen. Ich hab die eingenommen, Digga, weil von Team und so nimmt man das ein. Wir zocken auf PC, Freunde. Digga, ich komm hier direkt an die Kontrolle. Vielen Dank, Elias, das Standardholz für als neues VIP-Mitglied. Willkommen in the Club, Leute. Wir werden heute die Gegner sowas von... Was ist das hier, Digga? Achso, das ist Mucke hier. Wir werden heute die Gegner richtig vernichten, also Ziel ist auf jeden Fall, Leute. Was ist heute unser Ziel? Ich hab jetzt Leute gemacht. Die Leute, Digga, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das für ein Digga, Team hier, Digga? Kaputt. Ich will mal ein bisschen Elan, sag mal, habt ihr Lack gesoffen oder was? Wir wollen die Leute zerstören. Ich glaube, ich muss mein Team nächste Runde nochmal überarbeiten, Leute. Das sind mir richtige Paulberger. Ihr habt ja gar keine Motivation. Du, Digga, ich bin mit 500% dabei. Ja, dann zeig das doch mal. Let's go, Motherfucker! Wir ficken sie, Mann! Was willst du, ein Crybix? Ja, okay, Digga. Hey, so, Digga. Ja, das ist schon mal besser, aber wenn ich die anderen beiden Holzköpfe hier sehe. Digga, was ist das hier? Ich bin zum PC. Ich bin zu den Billigladen. Alle wieder rein, falscher Laden. Falsche Situation, falscher Laden, Digga. Das ist der Billigladen. Das ist der Billigladen für die Billigleute, aber nicht für unseres Team. Da kann könnt ihr mal sagen, wenn ihr stehen bleibt. Da kann er Crymax einkaufen gehen in den Billigladen hier, aber nicht wir. Ey, was wollen wir uns eigentlich heute als Crewwagen holen? Ja, Sekuro-Surf wieder alles, oder nicht? Ne, ich weiß. Wieder schwarz. Oder was wollen wir für Autos holen? Such mal schon mal coole Autos raus, was wir so als Team-Autos holen. Mach ich mal. Mach mal. So eine Art G-Klasse nehmen. Ja, ich weiß nicht, G-Klasse oder nee, was Besonderes, Mann. G-Klasse wird irgendein anderes Team auch nehmen, hundertprozentig, Digga. Okay, warte. Leute, ich schreib mal auch alle rein. Stell mal Philipp lauter. Nein, Philipp muss, der schreit sowieso immer rum. G-Klasse ist zwar geil, aber G-Klasse wird irgendein anderes Team 100 Pro nehmen. Ich will nicht das gleiche Fahrzeug wie ein anderes Team haben. Aber ich würde sagen, Sekuro Surf, Leute, das war geil gewesen. Digga, alles klar. Guck mal, der Jeep. Hast du das gesehen? Ich fahre mit der Kommandozentrale gegen den Jeep und der Jeep bewegt sich keine Sekunde weiter. Alles klar, Grüße gehen raus an den Jeep-Fahrer. So, Leute, das müsste jetzt passen. Bam, bam, bam. Ja, das Einzige, was passt, Mann, ist meine Faust in dein Gesicht, Junge. Mein Schwanz passt in deinen Arsch. Oh, Digga, das geht echt weit. Okay, Jungs, wir sind da. Aussteigen. Warte, ich hab ne Idee. Lass uns Mert Patan, neuer VIP. Willkommen in the Club, Mr. Mert Patan, Mann. Mert Patan, meint. Lass uns mal einen auf Mafiosi machen, diesen Albani Roosevelt. Ja, das ist. Warte mal. Nee, lass mal gucken. Ich mach mal kurz Outfits hier. Wir müssen erstmal noch vielleicht.
Oder wir machen heute Karnevalsclub, Digga. Wir machen Karnevalsclub, könnte auch gut. Ja, ihr könnt auch steigen. Ja, ich bin schon draußen oder bin auf dem Weg. Aber ich fand Team Sekiro Surf fand ich auch ganz cool eigentlich. War schon nice, ich glaube, der wird viel cooler auch. Ja, das ist. Achso, in dem Laden. Und dann machen wir uns so, machen wir uns Dings hier. Machen wir uns wieder so. Machen wir uns rot-schwarze Autos, Digga, das passt übertrieben. Ja. So wie. Hältst du vom Sand King XL, diese Riesenmaschine? Nee, Digga, die finde ich richtig hässlich. Leute, wollen wir uns so jetzt ein Outfit aussuchen? Ja, ja, ich bin jetzt. Mir mit Standard-Skill. Wo ist denn Sekiro Surf? Ja, lass mal Sekiro Surf wieder auswählen. Lass mal. Was ist denn das? Ich nehme Sekiro Surf. Warte mal, was hatte ich denn letztes Mal genommen? Nummer 34. Ne? Ich hatte 1 genommen. Ich nehme wieder 1. Ja, ich nehme 1 wieder. Okay, also Team Sekiro Surf nehmen wir wieder. Sind wir wieder. Digga, wo findet ihr das? Ach, hier, okay, alles klar. Wir handeln an dem Sekiro Surf. alles gut, Digga. Oh, so. Den nehme ich. Richard Philipp, willkommen als neuer VIP, Digga. Freut mich, dass du im Gewinnerteam beigetreten bist. Wir heute die anderen mal so richtig in den Arsch treten. Und wenn ich sage, wir werden die richtig in den Arsch treten, dann werden wir die auch richtig in den Arsch treten. Das meine ich ernst. Das ist meine, wie sagt man? Versprechung heute, dass wir hier als Sieger nach Hause gehen werden. Hoffe ich natürlich. Leute, ich spiel noch so. Mit Controller. Kommt mal, ey Jungs, hallo, ich bin der Anführer hier, General oder weiß ich was. Wir müssen jetzt erstmal uns alle nebeneinander stellen, dass die Leuten im Stream. So, wer hat sich da. Ey, die Tür steht. Digga, seh zu, dass du dir eine Jacke anziehst, mein Freund. Leid. Oh. Hä, Digga, du hast Pullover, was ist los? Ja, mit dir? Hallo, weil ich eine Frau bin. So. Leute, wisst ihr, wie Philipp vorhin aussah, wie eine amerikanische. Sag mal, was hast du denn da überhaupt für eine Brille auf? Was hab ich hier für ein Team, Junge? Was, Officer MBK, was sagen Sie dazu? Eine absolute Frechheit. Ey, das ist eine Frechheit, oder? Chef reden. Ja, also, Konoti, wenn du mit mir redest, hast du die Brille abzunehmen. Hast du mich verstanden? Oh, ja, was ist so? Das ist, Alter. Ey, wirklich, ja. Am liebsten würde ich den so raus verstoßen aus unserem Team. Guck mal, wie er aussieht. Guck dir das mal an. Er sieht voll geil aus, Mann. Hä, du, Digga, du siehst aus, als wenn du nur unter Solarium gelegen hättest. Deine Augen sind schwarz. Ja, Mann, ich bin der Teufel, Mann. Wer mir in die Augen guckt, Mann. Okay, Jungs, jetzt müssen wir uns. Jetzt müssen wir uns die Tür aufhalten. Jetzt müssen wir uns auch coole Fahrzeuge raussuchen. Und zwar, Legendary Motorsport. Ich weiß nicht, ob wir Legendary. Guck mal, South San Andreas, ich glaube, da gibt's geilere. Ich will nicht unbedingt. Muss nicht unbedingt ein Supersportwagen sein. Auf jeden Fall so richtig fette Sachen will ich hier nehmen, Digga. Ja, lass mal was nehmen, was keiner vielleicht denkt. Deswegen, was richtig cool ist, so, was keiner so denkt. Dass wir so ein schönes Teammobil haben. Vielen, vielen Dank, Hans-Peter, neuer VIP. Was ist hier heute los, Digga? Willkommen, mein Freund, als neuer VIP. Okay. Schakuzel auf deinen Nacken, Digga. Warte mal. Ja, wir können mit Dreirad fahren am besten, wa? Ja, Digga, das ist gut. Also, ich wäre immer noch für den Sand King XA. Ich finde den nee, Star-Dolle, ich finde den so scheiße, den. Leute, ihr könnt auch gerne in den Chat schreiben, ja? Was ihr für Ideen habt. Ja, vielleicht habt ihr. Alles in den Chat. Vielleicht habt ihr eine Idee für ein cooles Fahrzeug. Ihr habt ja nur genug Geld, alle, ne? Ja, Monster Truck nicht, ne? Boah, wollen wir Benefactor XLS nehmen? Das ist so ein ML, ist das. Wo ist der? Legendary? Oh, oder ihr nehmt diesen Legendary. Ihr nehmt diesen Benefactor XLS und ich nehm diesen Enos Winzer Cabrio, Digga. Ja, Mann. Das wäre auch geil. Was ist der Preis für den wir nehmen sollen? Der kostet 522.000. Warte mal, nimmt ihr die gepanzerte Version? Gibt noch einmal die gepanzerte Version. Ja, nimm mal die gepanzerte Version. Und ich nehme dann diesen. Schwarz. Genau, nimmt den mal schwarz und tunet den dann mal so schwarz-rot, würde ich sagen. So schwarz-rot, Digga. Ich finde den gerade nicht. Warte mal, vielleicht haben wir noch einen anderen hier. Kauft man noch nicht, Der ist fast gekauft. Der ist ganz geil. Welcher? Der für 845.000. Alex, am Ende des Videos. Wie heißt der? Der Bentley. Enos Windsor. Ja, den wollte ich ja kaufen und ihr sollt dann mit diesen Jeeps nehmen, so daneben fahren, Digga. Das wäre richtig heftig. Ja, Mann, das ist echt nice. Ja, okay, dann lass das so machen. Digga, er schreibt auch, die Leute schreiben auch Benefactor 4-Sitzer gepanzert. Dann nimmt diesen XLS, diesen Benefactor XLS. Weißt du? Ihr als Jeep und ich nehme dann so diesen Enos Windsor Cabrio, Digga, als so in der Mitte so fahren, so. Ja, Mann. Okay. Wo finde ich den? Bei Legendary Motorsport Store. Und wie gesagt, danke für deinen Zehner. Digga, das sieht so geil aus mit unseren Outfits hier, finde ich. Wie so richtige Crew, Mann. Holy moly, was ist los hier? Was geht ab, Marv? Danke. Zehner für Malle ist da. Danke, Digga, gebe ich auf jeden Fall auf Malle aus. Dankeschön. So, dann möchte ich mal Mechaniker rufen. Und Weißwurst ist kurz im Kopf, alles klar. Achso, ich muss noch kurz warten, bis er geliefert wird. Also diesen Benefactor XLS kauft ihr drei.
Ja, okay, in schwarz. Genau. Und dann, ich stell mir das richtig vor, zwei fahren so neben mir und einer hinter mir, so, Digga. Das wäre richtig geil, das ist richtig cool. Ich hab den freigeschalten. Ich hab den gekauft, das, Digga. Wie, du hast den noch nicht freigeschalten? Also, ich kann den nicht freischalten. Ich muss den angeblich durch eine Mission freischalten. Hä? Diese Leute, Digga. Diesen Benefactor XLS oder was? Ja, für 522.000 habe ich hier gar kein Auto. Leute, Oppressor fällt Teil auf, von Finance and Felony Update, da musst du doch nichts freischalten. Legendary Motorsport Store. Bin ich. Ist nicht vorhanden bei mir. Dann mach mal kurz Preise nach oben sortieren. Preise... Ja, hab ich. Und dann geh mal kurz runter und dann... Wahrscheinlich ist er neben dem, diesen Grotti Turismo R, ne? Warte, ich guck grad selber. Nein, neben dem, obwohl, warte. Neben dem Grotti Bestia GTS ist der. Warte, das ist die, wenn du nach Preis sortieren machst... Der ist neben dem Enos Cognoschi, Digga, der ist bei 253, das ist relativ weit unten ist der. Genau, genau. Ach, 253 kostet der? 253, ja. Aber nicht, wenn du den gepanzert nimmst. Dann kostet der 522. Aber, ja, gepanzert kostet der ein bisschen mehr. Oh, so ein schöner ML. Digga, nimmst du den ML? Hast du den? Jetzt drin. Und mach den mal so Primärfarbe, würde ich sagen, lassen wir schwarz und Sekundärfarbe macht irgendwie so rot. Macht mal das Lava-Rot. Das ist nicht so ganz so rot. Jo. Okay. Das wird gemacht. Ich will erstmal rufen jetzt. Okay, ja, es dauert noch kurz, bis die geliefert werden. Ah, guck mal, sieht schon cool aus, oder? Ja, schon. Vielen Dank, Dormi. Leider, mir geht's gut, dankeschön. Außer Konoti, der provoziert halt ein bisschen mit seiner Sonnenbrille. Oh, ich sage nicht nur das Gewinnerteam, sondern auch das Team mit dem meisten Style. Ja, wir sind auch das Team mit dem meisten Style, Freunde. Wir gewinnen hier mit Style. Und Gamer Kid, neuer VIP, was geht ab, Mann? Freut mich, dass du dabei bist. So, ich werde jetzt einmal die Kiste holen. Günstiger Cabrio. Ja, vielen Dank, Good David für 1,01 €, Digga. Können wir mal TS, Bruder? Ich bin den ganzen Tag TS. Ich bin von morgens bis abends eigentlich TS. Also, wir können jeden Tag TS machen. Um was geht's in dem Spielmodus? Wir rüsten uns jetzt aus, machen uns richtig schick. Und dann rotten wir Rox und Trimax aus. Die machen wir nicht kaputt. Jungs, wir fahren mal zum anderen Los Santos Customs, weil ich denke mal, die werden hier alle in Mitte fahren. Lass mal zum LS Customs. Gibt's hier noch irgendwo eins in der Nähe? Da gibt's ja nicht so viel. Ja, lass mal das am Flughafen nehmen. Nimmt man das LS Customs am Flughafen? Naja. Oh, Digga, das ist ein richtiges Mafia-Auto hier. Das ist richtig lang und so. Holy moly. Also lass mal zum Flughafen fahren. Ja, ich habe mein Auto schon geholt. Guck mal, das Ding, Alter, wie das aussieht. Meinst du noch gar nicht da? Ja, komm, wir fahren zusammen, dann warte ich auf euch. Wo bist du denn? Oh, so eine richtige Premium-Karte. Ja, Alter. Ja, Mann, Digga, guck mal, das ist ein fetter Rolli, Mann. Holy moly, Rolli. Und Rolls Royce. Mit was kommen wir mit Rollis, ey? Muss ich erst noch rufen? Ja, muss warten, bis das geliefert ist und dann einfach Mechaniker anrufen. Ja, ja. Guck mal, ich mach den auch so richtig schön schwarz. Wollen wir Mattschwarz wieder nehmen? Mattschwarz, safe. Ja, Mattschwarz, okay. Da ist er, Digga, er kommt jetzt. I get rich. Digga, das ist schon eine heftige Bonzenkarte. 1880! Hass und Igel, Poker Crew, Bumsen. Ja, ich bin auch mal dabei. Rule TH. Digga, wo ist denn deine Tür? Hans und Igel, Poker Crew, Ruse. Alles klar, danke für die Antwort. Bro. Grüße gehen raus, Poker Crew, Amena. Vielen Dank für die 18 Euro, ey. Habt ihr zu lang gelegt, oder was? Aber, Boss, was ist das hier vorne? Was? Das muss ich reparieren, warte mal. Ey! Hey! Du hast mir eine Beule in meinem Kfz gemacht, du Paulberger. Es wäre zu verantwortungslos. Achso, hier ist meiner. Digga, hier ist meiner. Habt ihr eure schon geholt, Jungs? Ja, mein Auto ist gerade drüben. Oh, guck mal, wie heftig der ML aussieht. Holy moly, Mann. Oh, sorry. Ey, hallo. Alter, wie geil der aussieht. Du bezahlst mir die Scheiße. Ey. Du bezahlst mir das. Ja, ich bin auch dein Boss, Digga. Ist egal, du bezahlst. Ich will trotzdem 3 Euro. Ey, der sieht echt geil aus, der ML. Guck mal, wie geil der aussieht. Digga, kommt schon heftig, oder? Ja, Mann, der sieht richtig cool aus. Aber weißt du, was ich hasse? Das ist wie in diesem, was ist das, Renault oder so? An der Seite, siehst du das? Mit diesem Gummi? Damit ja, weil er gepanzert ist. Ja, das sieht hässlich aus. Aber das ist halt gepanzert, Digga, ne? Bester YouTuber, wer sind die anderen drei? Das ist Someone, MBK und der alte Konoti. Sind auch dabei. Oh, heftig. Oh, Digga, guck mal, das ist wie von... Oh mein Gott, okay, das ist so eine coole Fahrt, Mann! Rein? Shit, Digga, okay, los geht's jetzt. Shit, Digga, wenn die uns so sehen! Digga, das ist zu brutal, ohne Spaß, danke, Junge. Vielen Dank. Digga, das ist zu brutal, Mann. Digga, die Oh, Digga, wie geil das aussieht, no joke jetzt, oder? Guck mal, sogar. Die NPCs haben Angst vor uns. Selbst die NPCs haben Angst vor uns, Digga, das sieht so dope aus. Aus dem Weg, Digga. Aber versuch mal bitte, wenn wir uns da gleich treffen, keine Kratzer reinzufahren ins Auto, Digga, ich will das wieder vernünftig im Team ankommen. Dass sie wissen, möchtest du dir nicht ein weißes Auto machen? Oh! Weiß-rot? Ja! Oh!
das mache ich, Mann. Glaub mir, das wird wirklich Premium. Die werden so gucken, Mann. Die werden so neidisch sein. Und dann werden sie wieder rumheulen, wie scheiße ihr Team eigentlich ist. Weil wir so ein geiles Team sind. Alles klar, gönn dir doch mal, hau rein. Geil, Mann. Leute, ihr müsst einfach auf Insta gucken. Weil diese YouTube-Glocke, die sagt einfach rein. Also am besten Leute die Glocke aktivieren. Oh, sorry. Ja. Oh. Und wirklich bei Insta auch noch folgen, weil da haben wir. Ich geh jetzt mal Gummi hier, das war Instincts Comments, LS Customs und gleich auch noch Hell, nice. Also der hat auch gut Dampf hinter hier, der Windsor. Ich wette. Aber meiner kommt nicht so. Ich sag euch ganz ehrlich, ich wette, eine Gruppe kommt 100% nur mit G-Klassen an, 100%ig nur mit G-Klassen. Und die andere wird irgendwelche Supersportwagen haben und fühlen sich dann richtig cool, obwohl es gar keinen Style hat, Mann. Weißt du? Also du als Boss den einzig weißen Wagen, ne? Ja, okay, ich mach den einzig weißen, ja. Genau. Okay. Schwarz-rot aber, mach das schwarz-rot, das passt alles. Aber primär schwarz und Dinge sind. Genau, primär schwarz und müsst ihr mal gucken. Und dass ihr eventuell, ich weiß nicht, ob ihr den noch auftunt, dass ihr dann sagt, dass ihr alle gleiche Tuning habt, so weißt du? Ja. Ich baller alles voll rein, Digga. Ja, genau, dann macht alles das letzte, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Mhm. Und Neonfarben macht ihr auch rot. Boah. Neonfarben auch rot. Ja. Und Xenon. Matt-schwarz. Und Xenon, ja. Matt-schwarz. Ja. So. Und rot, ja? Sag dir da. Gelb auf schwarz ist das Nummernschild. Jetzt wird der Standardskill ein bisschen lauter machen. Solltet ihr ihn gut hören? Digga, ich kann sogar. Soll ich das Dach rot machen dann so? Ich kann nur das Dach rot machen, den Rest weiß. Oder soll ich Dach auf weiß? Oder. Ich weiß nicht, ich guck gleich mal, was besser aussieht. Oh, Digga, das sieht so dope aus, das Ding in weiß. Holy moly, Mann. Wir haben keine sekundäre Farbe, wir machen dann die Reifen rot. Ja, genau, mach die Reifen rot, mach die Reifen rot. Nein, ich mach das Dach auch weiß. Digga, das sieht so geil aus. No joke jetzt, das sieht richtig cool aus. Das ist so eine richtig gute Idee gewesen, Mann. Sieht so geil aus. Ihr dann gleich mit dem mattschwarzen Wagen und ich so mit der weißen Kiste. Shit, Mann. Das wird zu heftig. Ja, und ich mach auch die Reifen rot. Macht mal die gleichen Felgen alle. Wir machen mal Luxus und dann machen wir die, warte mal, ich such mal aus. Boah, Digga, lass mal diese Cheetah Carbon eher nehmen, die vorletzten. Nee, das sind Carbon, Digga, können wir Farbe nicht ändern. Okay. Lass mal. Ich glaub, bei Luxus gibt's keine schönen, oder? Ja, ich guck mal bei Tuner. Ich weiß nicht. Oder lass einfach die, wollen wir die Hyper nehmen? Unter? Hyper ist bei Luxus-Serienfelgen. Luxus-Serienfelgen, die zweiten. Hyper. Oh! Sind die heftig, Digga? Die sind krass. Ja, lass die nehmen, das ist mal sowas anderes. Was aggressiv so. Und dann auch schön in Rot. Aber. Ja, dieses Rot sieht aber irgendwie komisch aus, finde ich. Ja, das Rot auf den Felgen sieht nicht geil aus, ne? Sieht irgendwie aus. Oder wir machen das in Frostweiß. Das kommt schon besser, finde ich. Dann macht ihr in Frostweiß und ich mach meinen in Schwarz. Ja, okay, alles klar. Wenn es besser aussieht. Ja, ich finde, in Weiß sieht besser aus. Kommt besser zur Geltung als das Rote. Ja, okay. Oder Livestream, was sagt ihr? Schreibt's rein. Wieso hast du heute nichts gestreamt? Was ist euer Plan? Leute, wir müssen, iCrimex, wir pimpen unsere Autos und dann zerstören wir die auf jeden Fall. Rot machen wir die. Fenster, auch Limousine, ne? Oh mein Gott, das sieht so geil aus. No joke, Digga, das sieht richtig geil aus. Holy moly, Mann, sieht das nice aus. Ey, das Ding sieht so heftig in weiß aus, ja. Ihr werdet gleich. Oh mein Gott, das war die beste Idee. Nein, oh fuck. Ich bin jetzt unten. Mit Reifenqualm oder ohne? Leute, wollen wir mit Reifenqualm machen oder ohne? Nee, macht eure. Macht eure Reifen, glaube ich, auch mal in schwarz hier. Vielleicht sieht es noch heftiger dann aus, oder? Es schaut aus, als wenn das jetzt normal Chrom wäre, weiß ich nicht. Ja, lieber schwarz. Ja, macht schwarz lieber. Digga, wir müssen leuchtend pink nehmen. Nein, wir sind ein seriöses Unternehmen, Bruder. Wo fährst du denn hin? Na, Mallorca. Wir sind eine seriöse Crew, Bruder. Also, die Waren kosten 500.000 gepanzert. Schusssichere Reifen müssen wir auch auf jeden Fall. Leute, ihr müsst das machen, sonst seid ihr. Nicht vergessen. Was denn? Leute, guckt euch mal diesen Rolli an. Oder? Ich glaube, das ist ein Rolli, ne? Ist das, oder ist das ein Bentley? Safe. Das ist ein Rolli, ne? Ich weiß nicht warum, aber Renngelb sieht heftig auf dem Auto aus. Nein, wir nehmen schwarz. Nee, nimm mal schwarz auf die. Ja, okay. Ey, wird so ein Auto mich in echt anhalten, ne? Ich würd laufen. Machen wir jetzt Reifenmuster drauf oder nicht? Warte mal, fahr mal hier zur Seite, kommt mal hier. Nee, ich hab keins.
Aber versucht bitte keine Bäuer reinzufahren, Jungs. Ja. Nee. Komm jetzt raus, Leute, seid ihr bereit? Hat sich fast nichts verändert. Wo seid ihr? Hier. Was heißt denn hier, Digga? Ich bin gerade erst raus. Rechts, rechts lang. Bitte keinen Unfall bauen, jetzt. Danke. Alles klar, so ein LKW fickt direkt mein Leben. Oh. Digga, da sehe ich schon, da hat irgendjemand schon eine Flak, den, Digga. Dann denke ich mir so, was ist das für ein Team, die jetzt schon eine Flak haben? No joke, Leute, also, das hat doch gar keinen Style, Mann. Die Zeit ist vorbei. Ja, ja, komm, fahrt hin. Komm, ich komme, warte ganz kurz, ich komme jetzt. Aber wir treffen uns, bevor wir, ja, Digga, mach mal hin und baut bitte keinen Unfall, Digga, sonst sieht scheiße aus. Und bevor wir da hinfahren, fahren wir so in Formation und wir treffen uns kurz davor, ich warte kurz davor auf euch und wir, hä, sind die dumm? Leute, wo seid ihr lang gefahren? Ich bin rechts runter, wo seid ihr lang? Du, warum hast du Map schon ausgemacht? Echt mal, Digga. Hä, Digga, sind die dumm? Wir haben doch gesagt, wir treffen uns alle. Ja, Stadtmitte. Ja, wo seid ihr jetzt? Ich werd hier wahnsinnig. Digga, sind die dumm? Ey, wir haben doch gerade gesagt, wir treffen uns Stadtmitte. Ja, wir sind doch auf der Stadt. Ja, die kommen doch jetzt. Wir kommen jetzt Stadtmitte, wartet da. Eine Karte an. Oh, Digga, die sind so dumm, Alter. Mach doch Karte noch nicht aus. Ja, sollen die noch gar nicht ausmachen? Ja. Oh, Digga, ist gut, Mann. Manchmal hört ihr auch nicht zu, hab ich das Gefühl. Ja, ich komme, ich bin auf dem Weg zu euch weiter. Ja, mach jetzt hin, Digga, die heulen schon rum, ey. Keine Ahnung, was die so schnell machen, Digga. Wenn das so ein Billig-Team ist, dann können wir doch nichts dafür. Digga, das ist nur richtig. Tanker ausziehen. Digga, das Einzige, was die in ihr Team können, ist singen und klatschen, glaube ich. Diese Pisser. Oder? Komm, ich bin auf dem Weg zu euch. Warte. Okay, Mann, die sind hier. Komm, wir fahren dann hier so in Kolonne, Digga. Ich stell mich hier so hin. Wartet hier. Ja, ich warte hier. Digga, das ist so geil, wenn wir da gleich um die Ecke kommen. Digga, und. Stellt euch jetzt MX-Mucke hin. Müsst ihr euch vorstellen. Warte, einer fehlt. Ja. Ich komme, bin auf dem Weg. Ja, mach hinne. Bin da, Digga, komme. Digga, die werden gleich gucken. Sie schon mit ihren Flak-Anhängern. Ja, Digga, das ist so dumm, Junge. Was sind das denn für Schwitzer? Das sind, die denken richtig, das geht hier um ihr Leben, Alter. Digga, die sagen, wenn wir gleich um die Kurve gefahren kommen, die werden so eine Angst haben. Wo fährst du denn hin, Samuel? Komm doch mal jetzt. Sorry, ich komm doch. Ein bisschen du fährst hinten. Lang. Oh, nicht so schnell. Boah, Digga. Okay, so. Du fährst hinten ran. Ja, du fährst hinten ganz so. Ganz langsam. So, let's go. Und geschmeidig um die Ecke biegen. Ja. Digga, es muss absolut synchron aussehen. Vorsicht! Links. Shit, Digga. Lass dich erst mal so runterfallen, genau hier so. Lass mal direkt davor stellen, direkt davor. Damit die gleich wissen. Hier so, hier so. Genau. Ja, alle hier so. Ja, genau, so. Digga, diese. Hä, manche haben doch. Guck mal, die fahren damit. Die haben schon ihre volle Ausrüstung. Wie dumm das ist, Digga. Los? Ja. Das ist nun mal so, Leonard. Channel switched. Digga, ihr seht so hässlich aus, Alter. Richtig geil gemacht, ey. Digga, ja. Channel switched. Warte mal, komm, wir gehen mal. Ja. Ey! Digga, die schwitzen direkt. Digga, hört doch mal auf zu trollen, Mann. Warum rammt ihr uns, Mann? Digga, ihr seid so ein Neider, Digga. Nur weil ihr nicht so eine geile Ideen habt wie wir, ihr Paulberger, Digga. Digga. Ja, okay, wir starten dann, wa? Dann starten wir. Digga, die sind richtig neidisch, Digga. Weil die nicht so, komm, lass zusammen hier ein Team fahren. Einfach hier so, lang hier so. Komm, alle kommen hier, lass sie nur sehen hier, Digga. Lass mal in Kolonne fahren. Let's go. Langsam hier so richtig vorbei, so. Ja, warte. Guck mal, lass mal warten auf die. Guck mal, da haben sie da hinten geparkt, Digga. Lass mal warten auf die. Lass die mal verfolgen, Mann. Und dann kaufen wir uns gleich einen Bunker. Ja, guck mal. Digga, ja, wie heftig das aussieht, Mann. Guck mal, die haben gar keine Ideen. Ey, ist die dumm, die Olle, Mann? Hallo, was macht ihr denn? Komm, fahrt mal jetzt. Ja, ich komme. Ja, direkt. Digga, guck mal, wie sie gucken, Junge. Guck mal, wie sie gucken, Junge. Ist halt, ey, Style. Das ist so geil, Mann. An uns, ne? Leute, wir haben schon gewonnen aus dem FC. Also, auch wenn wir verlieren, ne? Ist echt. Guck mal, wie sie hinterherfahren. Guck mal, wie sie geiern da, Mann. Lass uns zurück nochmal. So vorbeifahren, Digga. Einfach um zu. Digga, die Synchronität. Einfach um zu provozieren, Mann. Guck mal. Ja, guck mal, nur Scheiße können sie machen, Digga. Ja, guck mal. Guck mal, dein Digga! Unsere gepanzerten Autos machen selbst die Dinger kaputt. Digga, ist der Panzer gleich hochgegangen? Ja, Mann.
Digga, wir fahren hinterher so. Kolonne, Digga, Kolonne. Komm, fick die, komm, komm, komm. Ich hab richtig Bock, Digga, komm. Digga, Sandwich, komm, Sandwich. Ja, komm, lass sie fertig machen hier. Digga, ja. Lass sie sandwichen. Oh. Digga, guck mal, wie abgehoben ist der. Lass den Roten mal wegrammen, lass den Roten mal weg. Was schwitzen die so gleich mit. Lass den Roten mal wegrammen, Roten weg. Guck mal, Digga, ist gegen Baum gefahren, der kann nix. Den Roten richtig nerven. Ja. Wer ist denn das? Leute, schreibt mal, wer den Roten fährt. Oh, er schießt, glaub ich. Digga, ich glaube, er schießt aber gleich. Wenn er das macht, Digga, dann. Okay, Jungs, lass mal hier treffen. Wir holen uns jetzt erstmal einen neuen. Okay. Wir müssen uns jetzt mal einen Bunker aussuchen zusammen. Okay. Wir stellen uns hier auf ein Dings hier so. Oh, meiner hat ein bisschen. Ich hätte noch Dach aufmachen können. Scheiße, hab ich ganz vergessen. Ja. Hättest du den Stinkenfinger sein können, Digga. Aber mit Dach sieht geiler aus. Mit Dach sah geiler aus. Wenn du es gelöscht hast, dann musst du es in deiner Bibliothek sein auf der PlayStation 4. Dann müsstest du es wieder runterladen. Weil die Innenausstattung ist relativ scheiße. Okay, so. Ich würde sagen, du kaufst jetzt den Bunker, wir geben dir so lange Deckung. Genau, welchen Bunker kaufen wir? Alle raus, Leute, alle raus. Alles klar. Waren Minigans erlaubt? Wollen wir uns einfach hier den Bunker kaufen? Was das geil ist? Wollen wir uns den Schuhmesh oder Kuhmesh oder Kuhhaufen oder so kaufen? Guck mal. Ganz kurz, sofort. So, warte. Und zack, Digga. Ganz links unten ist der. Ganz links unten. Chumash oder Kumash oder sowas? Ja. Ja, lass den kommen. Der bleibt auf jeden Fall auf der sicheren Seite, oder? Ja. Ja, aber ich weiß nicht, dass wir zu weit weg sind von denen, oder? Na, warum? Ist besser, dann sind wir nicht so im Fokus. Ich wollte gerade sagen. Dann ballern die sich untereinander ab. Und, Und wir können ausspielen. Ja, genau, so. Okay, dann kauf du den. Ich hab den gekauft. Okay, steigt ein, Jungs. Gut abgesichert. Und dann fahren wir jetzt dahin. Let's go. Ah, die fahren da auch hin. Die fahren da auch hin. Wo ich gerade markiert. Achso, ich muss die Karte jetzt ausmachen, warte mal. Karte aus? Also, ja, also wenn die den Bunker haben, wird den Max haben. Wollen wir, nochmal kurz. Karte aus, nur Jungs. Ja, ich bin da. Karte ist aus. Max hat den, glaube ich, auch. Ja, lass erstmal hinfahren, falls er den haben sollte. Fahr jetzt erstmal hin. So, alles aus wieder, okay. Wollen wir unsere Autos nochmal reparieren lassen? Wir müssen einfach aussehen. Nee, ach, fahr so, Digga, weil sonst ist so viel Zeitverlust, weil... Du hast ja gesehen, die haben gar keine Ideen, Mann, weißt du? Das Einzige, was die für Ideen haben, mit direkt Kampfmaschinen hinfahren. Und wie ideenlos ist denn das, Mann? Ich glaube, der eine... Max hat nicht sogar auch Secure Surf an? Nein. Nee, hatten sie nicht, ne? Echt? Ich weiß nicht, aber die haben uns bestimmt nachgemacht, so, weißt du? Ich dachte, die hauen auch so geile Fahrzeuge raus, die machen nur Scheiße. Naja. Digga, die haben das bestimmt im Stream gefragt, was machen die anderen, was machen die anderen? Ja, weil die nicht, ich will jetzt nicht haten, aber die sind nur kreativ, war das ja gewesen. Ganz ehrlich, oder? Großbrot! Das war, Ja, warum seid ihr so schnell, Alter? Ich würde mal sagen, unter aller Sau, wie die ausschauen. Und wirklich, Leute, unter aller Sau, auch wenn wir verlieren sollten. Also, wir haben da auf jeden Fall das geilste Team. Also... Den Typen da oben, der schreibt, der Eigenwerbung macht, da hinten raus waren, den Vogel. Ich würde mal sagen, der Boss ist ein bisschen zu schnell vorne. Ja, mein Ding ist ganz schön schnell, Digga, der... Ja, nicht, dass du nicht ja, das Schritt, dass du das nicht abfangen, ne? Ich sag mir, Digga, wenn ich genug Geld habe, weißt du, wo ich mir den auch hole? In, GTA Live, man, der ist so geil, das Auto irgendwie. Digga, du bist extrem zu schnell, bremst mal ein bisschen ab, wenigstens. Ja. Ich muss eh erst noch mal auf die Karte gucken, wo der Bunker ist. Oh mein Gott. Aber ich glaube hier links runter, oder? Warte mal, ich guck grad. Ja, er müsste irgendwo hier links unten sein. Ja. Okay, lass mal hier links runterfahren. Dahinter. Ich warte mal. Oh. Alles klar. Immer dieser LKW-Fahrer. Nee. Weiter, nicht da links. Ja, die Straße. Ja, ja. Ich glaube hier. Ja, weiter geradeaus bin ich der Meinung. Und dann hinten links. Hier am Ende der... Ja, ich meinte halt hier links die Straße so, runter. Halt. Ja. Der müsste jetzt eigentlich links irgendwo rumpimmeln. Hier sieht es, glaube ich, gut aus, oder? Hier ist er. Und ja, steht, hier hat den ja gar keiner. Ja, sehr gut. Ja, perfekt, Digga. Dann stelle ich jetzt meine Kommandozentrale raus. Das ist hier unser Bunker. Das ist unser Bunker zuerst. Ja. Boah, der schöne, dicke Rolli wird schön reingefahren, Mann. Oh, so gefällt mir das, ey. Danke, Gamer Herziger. Vielen Dank. Oh, sehr, sehr, sehr schön, Mann. Einfach nur schön.
Leute, Grüße gehen immer am Ende des Streams raus, weil es ist, das, der Stream wird nachher als Video hochgeladen und dann nervt das. Grüße gehen raus an den, an den. Ja, kann man, das kann man dann nicht, nicht so gönnen so danach, das geht nicht. Ja, was ganz Wichtiges vergessen. Ja. Habt ihr genug Snacks? Ja, stimmt. Ja, das können wir gleich noch holen. Panzerung? Ich muss gleich erstmal meine Dings holen, meine, Kommandozentrale. Ich hab einfach nichts, Digga. Ihr könnt in den Bunker reinkommen, ne? Ihr könnt in den Bunker betreten. Ja, okay. Ja, ich komm. Ja, okay, sehr gut. Lass dich mal irgendwie das schön davor stellen, Digga, dass es richtig Premium aussieht. Und am besten fährt mal eure Wagen ins Wasser, damit ihr nicht sehen, wo wir Dings, was unsere Sachen sind. Wir müssen ja eh gleich die anderen bestellen, also von daher... Eben. Ja. Und das Wasser ist halt hinter unserer Base. So, ich hab's dann zurück ins Lager gefahren, die Scheiße. So, kann jemand schon einmal, dass wir erstmal einen Aufklärungsflug machen, vielleicht jemanden einen Helikopter rufen? Ja, ich bin dabei, Digga. Okay, gut. Ihr sichert schon mal vorne ab. Ihr habt ja, wie gesagt, Explosivmunition ist ja verboten und diese Lenkraketen sind auch verboten. Heute, ne? Ja, Lenkraketen sind verboten. Digga, wo krieg ich meinen scheiß Helikopter her? Warum ist der nicht mein Fahrzeug drin? Ich hab alle Dings gekauft. Ich baue nämlich jetzt auch die Flak-Anhänger, die baue ich jetzt nämlich auch um. Doppelflak 20mm, glaub wie die abgeht, Mann. Die geht richtig ab. Ja, warte mal, ich weiß nicht warum, aber ich hab kein Auto, Digga. So. Ich stell jetzt erstmal die Kommandozentrale raus. Wie gesagt, diesmal geht es ja darum, die Kommandozentrale des gegnerischen Teams zu zerstören. Deswegen. Egal, was wir holen? Hier kann man jetzt zum Beispiel, man kann zwei Sachen machen. Wir könnten jetzt theoretisch ein bisschen defensiver spielen. Oder wir könnten aggressiv direkt auf Kommandozentrale spielen. Das würde auch gehen. Also ich würde sagen, beim letzten Mal haben wir halt, unser großer Fehler war, dass wir nur aggressiv gespielt haben. Wo kommen welche? Digga, warum kann ich meinen scheiß Helikopter nicht holen? Digga, bei mir schreibt einer, Max ist am Hacken, ne? Ja, glaube ich aber nicht, Digga. Warte mal, stell die mal hier so hin. Ja, alles klar. Lass mich mal fahren. Digga, ich kann meinen Bus halt nicht holen. Guck mal, stell die richtig abgefuckt hin, so. Am Arsch der Welt, warte, Mann. Warte, wir machen das einfach. Weißt du was, wenn die gegenschießen, dann haben wir vielleicht Glück, dass die runterrutscht und dass die nochmal nach hinten fahren müssen. Ganz kurz, ich hol Meriwether dann, ne? Hab ich schon, hab ich schon. Ja genau, hol jemand schon mal einen Helikopter. Wir alle absichern, richtig lustig. Warte mal, holt noch Munition. Ich hab noch, für die MK2-Dinger, solltet ihr noch Munition euch zu besorgen. Falls ihr keine müssen mehr wir habt. Müsst ihr dafür nicht in unsere eigenen Dings rein? Könnt ihr nicht bei mir rein und das machen? Ich weiß nicht. Ich glaube, Munition kaufen probier mal ist kurz. Möglich. Munition geht, glaube ich, nur in der eigenen. Ja. Ah, scheiße. So, warte, Meriwether kommt, Digga. Ihr werdet noch vielleicht genug Munition haben, oder? Ja, Digga, bei mir läuft. Oder Sniper. Ja, ey, kommt mal her, nicht, dass der Meriwether irgendwas an Falsches macht. Ja, wir brauchen wahrscheinlich. Du musst ja einfach. Digga, warte ich. Genau, Digga. Ich stell ihn ab, dann haben wir die Hütte. Probier mal, kannst du Munition hier kaufen? Leider nicht. Das ist irgendwie dumm, weil eigentlich CEO müsste eigentlich theoretisch Munition kaufen können. Okay, okay, habt ihr ihn überwältigt? Ja, ja, komm. Okay, lass erstmal Helikopter stehen, wir stellen hier noch Dings hin. Ja. Stellt mal an der Kommandozentrale links und rechts MTW hin. Ja, ich glaube, die Straße. Was müssen die anderen kaufen? Weil pass ich auf! Persönliche Fahrzeuge hier. Ihr müsst die ins Wasser fahren. Das macht keinen Sinn, wenn die draußen sind. Das bringt nichts. Die kannst du zerstören, die persönlichen Fahrzeuge. Die brauchen wir jetzt nicht. Nice! Ja. Eine 500.000 umsonst ausgegeben. Ja. Bei Studios raus? Na, vielleicht hat Disconnect oder so. Die werden wahrscheinlich noch einladen. So. Dann, ich überlege gerade, wer will MT. Soll ich Flak-Anhänger? Weil ich habe die 20mm. Ihr habt ja alles on-lock-all, ne? Hast du die 20? Ich guck mal ein MTW. Ja, hol du dein MTW. Okay. Ein Fun Place, neuer VIP, willkommen in the beste Crew der Welt, Amina. So, hau ab. Wieso fährt ihr die Autos nicht ins Wasser? Das ist so auffällig, wenn ihr die zum Explosieren bringt. Ja. Explodieren. Ja, die hören schon wieder. Digga, die hören doch gar nichts, Mann. Die sind ganz weit weg. Ah, ich kann den Flak-Anhänger. Hat jemand den 20mm Flak-Anhänger? Nee. Ja, ich glaube, ich hab den, Digga. Gut, dann. Ja, kann ich den überhaupt besorgen? Ja, kannst du anfordern. Ich kann den aber nicht anfordern, weil meine Kommandozentrale draußen steht. Konoti, du hast auch Flak-Anhänger, ne? Hab ich, ja. Die 20mm? Bin ich mir nicht sicher, ja, also ich hab ihn noch nicht geupgradet. Oh, Digga, das ist natürlich scheiße. Das ist richtig scheiße. Warte. Kann ich den Flak-Anhänger holen? Ich frag mal kurz, ob Lenkraketen waren nicht erlaubt, ne? War nicht erlaubt. Lenkraketen waren nicht erlaubt, ne? Jo. Was? Lenkraketen? Nee, Lenkraketen sind nicht erlaubt. Okay. Lenkraketen waren nicht erlaubt, das wisst ihr, ne? Ja. Gut. Channel Switch. Gut, aber auch nicht die manuellen Raketen, die waren auch nicht erlaubt, ne? Hatten wir doch gesagt, oder waren die jetzt doch erlaubt? Normale Raketen sind erlaubt, doch. Ach, normale Raketen sind erlaubt. Okay. Ja, normale Raketen. Okay, normale Raketen sind erlaubt, also
Jemand, das keine reicht. Lenkraketen. Nur keine Lenkraketen. Ja, du hast das Problem, ist, irgendjemand hat jetzt hier schon Schaden mit seinen Dings gemacht. Na, ist egal. Ich hab mir aus, ja. Digga, ich hab Flak-Anhänger, hab ich jetzt geordert. Okay, Flak-Anhänger hast du jetzt geordert. Das Ding, ich überleg nur. Der müsste gleich irgendwo auftauchen. Du bist nur hier, du Bube. Ich überleg nur, wie wir das machen jetzt gerade. Was hast du denn für einen? Dass vielleicht einer die ganze Zeit mit Helikopter unterwegs ist, Aufklärung macht, dass wir, wenn wir angegriffen werden sollten, dass wir schnell zurückfahren können, Hinterhalt machen können und die wegknallen könnten, weißt du? Das wäre richtig geil. Aber glaubst du nicht, zu zweit wäre besser? Einer fliegt und der andere guckt durch Sniper. Nein, das wäre viel zu sehr Verschwendung. Das wäre zu Verschwendung, Mann, Digga. Das Feuerkraft ist weg ohne Ende. Ja. Der fliegt jetzt schon mit dem Helikopter, oder? Lass den mal landen. Ich nicht. Lol, die Cops? Nein. Nee, das ist der Knoti. Pass mal, ey, pass mal auf, die Cops sind hier. Nicht, dass du Sterne kriegst. Ja, ja. Ist gut. Digga, wo kommt der? Der Flak her ist hier nicht, Digga. Du musst den suchen. Du musst ihn suchen, der muss hier. Der muss hier. Rechts. Ja, irgendwo rechts. Ich hab hier, ihn schon gesehen da. Hier ist er doch, hier ist er doch, rechts. Rechts steht da an der Straße. Ach, da, okay, ja. Ich guck mal kurz, welchen Flak-Anhänger du hast. Ja. Ja, Digga. Der normale. Ja, der normale, scheiße. Wenn nicht, dann müsst ihr kurz. Wenn nicht, dann müsst ihr kurz die CEO verlassen und den. Ja, verlass mal kurz die CEO. Ja. Ich hole mal mein MTW erstmal schon mal, dass wir hier erstmal abgesichert sind. Verlass mal die CEO. Und ja. Konoti, du musst auch die CEO verlassen. Ja, klar. Fordert eure Kommandozentralen an. Aber fahrt die hier nicht bei unsere, bei meiner hin. Fahrt die irgendwo anders hin. Nein, nein, ich, genau. Genau. Und fordert die an. Ja. Und tunt das Ding, tunt die nicht gelenken, also die Raketen, diese Dings hier, diese Luftraketen mit drauf. Ja, aber das kannst du doch nicht mit der Kommandozentrale machen, das musst du im Bunker machen, Digga. Hä, hey, das kannst du in der Kommandozentrale machen. Das kannst du in der Kommandozentrale machen. Ach so, die Dinger. Stimmt, die ja, MT. Ja, das ist draußen. Ah, scheiße, ja, die. Du kannst dir egal wo tun. Du kannst sie auch in der Kommandozentrale. Nein, nein, tun. Nein. Nein, du musst da links an diesen, zu diesem Typen, der da steht. Ja, stimmt, das stimmt. Diese. Bunker. Dann ist egal, dann ruft jemand. Dann ruft jemand von euch einfach eine Kommandozentrale und dann fahre ich meine weg. Und dann hole ich meinen Flak-Anhänger raus. Ja, oder? Okay? So. Dann ruft deine. Ja, dann, hab dann ich, schon. Du hast doch. Hast du ein Fahrzeug mit Lenkraketen drauf? Ja, ne? Ja, mein Impressor und... Nein, ich meinte nicht Impressor, Digga. Du hast doch diesen, du hast doch MTW, hast du doch hier mit Lenkraketen, oder nicht? Ja. Ja, gut, dann hol du den einfach. Weiter. Genau, dann hol du den MTW mit Lenkraketen, ich fahr jetzt meinen rein hier, warte mal. Ja, okay. Wie geht das hier? Fahrzeug, mobile Kommandozentrale, zurück ins Lager. So, dann baller ich jetzt meine Kommandozentrale da rein. Dein, du stellst deine jetzt so hin, wie ich meine gerade hingestellt habe, okay? Ja. Und holst deinen MTW mit Lenkraketen, bitte. Ja. Gut. Machen wir, machen wir, machen wir. Weil dann können wir. Konoti, kannst du mir einen Gefallen tun, in den Helikopter gehen und schon mal hochfliegen und gucken, ob das niemand kommt? Ja, genau. Guck schon mal, ob jemand kommt. Guck schon mal, ob jemand kommt. Das wäre auch sehr gut. Ich lade mich an meinen CEO ein, dass ich euch dann auch nicht verletzen kann oder so. Du musst doch erst. Nein, nein, Konoti muss noch sein Ding zum Bauen. Wir brauchen zwei Flak-Anhänger. Was muss ich umhauen? Dafür muss er in den Bunker. Du musst ja fliegen zum Bunker, zu deinem Bunker. Ja, flieg zu deinem Bunker, genau. Flieg zu deinem Bunker und bau den Flak-Anhänger mit Lenkraketenbatterie, brauchen wir. Das ist sehr wichtig, Digga. Hast du den da gehabt, auf der Seite? Der Gurke lässt sich so scheiße steuern, Alter. So, warte, ich habe jetzt meinen Lenkraketen wieder umgebaut und komme jetzt raus. Kannst direkt bei mir andocken, wenn du draußen bist. Ich weiß, es sind Annäherungsminen erlaubt? Nein. Nee, nicht war erlaubt. Nicht erlaubt. Spielst du mit Standards? Annäherungsminen sind nicht erlaubt, ja? Doch. Nein, die waren nicht erlaubt, hatten wir letztes Mal schon gesagt. Digga, woher weißt du das schon wieder? Ja, weil die mir das im Chat geschrieben haben, dass die Annäherungsminen am Bunker haben. Man darf den Chat aber nicht Informationen eigentlich. Man darf aber eigentlich keine Informationen aus dem Chat lesen. Solche 31er. Klar, wie du Informationen aus dem Chat haben wir schon immer gemacht. Ja, nee, aber ich meine. Warte mal kurz, ich fahr mal kurz. Hallo. Digga, Annäherungsminen war nicht erlaubt, ne? Nee. Nee. Ja, die sagen. Warte. Können wir die sagen auch, Annäherungsminen sind nicht erlaubt, wollte ich nur sagen, ne? Also ja, okay, dann keine Annäherungsminen, aber ich meine, weil wir haben ja gesagt, man darf keine Informationen darüber erfahren, wo der Bunker von ist. Digga, das ist auch. Zum Beispiel. Ach so? Ja. Deswegen macht man doch auch. Ja, du doch mal auf, ja, Digga, aber die Community soll auch helfen, das ist also ein Community-Projekt, dachte ich. Ja, klar, aber ich meine, nicht schreiben, die sind hier am Gefängnis in dem Bunker oder so, weißt du, wie ich meine? Ja. Die Skills, die da sind. Ja, Digga, die machen. Das fuckt mich ab, weißt du, die hören sich die Regeln nicht richtig an? Und machen Annäherungsminen an den Bunker ran. Was soll denn die Scheiße, Mann? Beim ersten war das auch nicht erlaubt, das ist verboten. Ja, deswegen, ey. Die machen jedes Mal neue Regeln, keine Ahnung, Mann, das nervt, Alter.
Ich habe jetzt meinen Flak-Anhänger angefordert. Also wichtig ist, ja, wenn die hier angreifen. Ja. Hier rechts von uns? Digga, wie fährst du denn die Kommandozentrale? Fahr die mal bitte so wie ich da hinten hin. Das wäre sehr nett. Ja, will ich doch gerade. Okay, nice. So, die mein. Bei mir ja, mein Flak-Anhänger ist. Ich werde jetzt die Dings da abmachen. Warte ganz kurz, ich fahr schon mal richtig einfach, ja. Was ich sagen wollte, wenn die jetzt hierher kommen sollten. Passt das so? So, pass mal auf. Falls wir jetzt angegriffen werden sollten, wenn Konoti da ist. Hast du, Freunde. Wichtig ist, derjenige, der im Flak-Anhänger ist, nicht zusammen. Wir fahren nicht zusammen rum. Also zuerst. Achso, warte mal. Doch. Nee. Der im Flak-Anhänger ist. Doch. Der im Flak-Anhänger ist. Den stellt ihr irgendwo ab, denn, weißt du? Mitten im Gefecht, wenn es abgeht. Warte mal. Raketenbatterie. Geh mal jetzt zusammen. Geh mal schon mal bei Dings rein. Wo rein? Ungelenkt so. Ungelenkt, denk dran, ne? Nicht, dass die rumheulen. Wo soll ich reingehen, Digga? Du sollst jetzt hier in die MTW mit reingehen. Nee, ich geh in den MTW rein, Digga. Ich hab keinen Bock, hinten zu sitzen. Oder nein, ich sitz hinten, alles gut, ich mach das. Was denn jetzt, du, Digga? Ich mach Digga, das aber hinten kannst du als erstes sterben. Ja, Digga, pass auf, ich hab da gute Taktik, wie wir das machen. Nicht da sitzen, so. Du musst vorne rechts sitzen. Ja, okay, warte. Okay, erzähl erstmal. Wenn's im Gefecht ist, wenn wir jemanden sehen, dann schmeißt du einfach den Hänger, lässt du irgendwo stehen, weißt du? Das ist, ja, und dann, ja. Dann lässt du den irgendwo stehen, aber du musst, währenddessen du den stehen lässt, weiter auf das MTW schießen. Aber wir machen zuerst Priorität auf den Flak-Anhänger, ja? Priorität, ja, okay. Flak-Anhänger zuerst kaputt machen. Und dann MTW. Ich komme nicht ab auf Tastatur. Nein, oder lass zuerst MTW kaputt machen. Hat euch gesehen. Oder lass... Es ergibt keinen Sinn. Wenn wir als erstes direkt auf den Flak-Anhänger, wäre direkt einer weniger, weil er nicht geschützt ist. Ja, stimmt. Ein Geschütz ist weniger. Ja, aber MTW, Digga, wenn der, ich sag mal, der Flak-Anhänger ist eh Opfer, wenn er steht. Wenn die das nicht manuell machen, so, weißt du? Ja, das stimmt, ja. MTW ist schon gefährlicher, so. Und guck mal, da wir... Oder warte mal. Saman, sitzt du dich mal hinten drauf hier. Ja, okay. Leute, schreibt nicht so einen Scheiß rein. Und, dann machen wir das so, dass, Mein Fehler hat er doch gemacht. War nur vorhin aber aus Versehen. Ja, Digga, das ist, das machen die schon nicht. Und wir machen das dann so. Also fahren wir jetzt und wir machen kurzes Training. Wir fahren jetzt so. Ja, okay. Du setzt ab, setz ihn jetzt einfach ab und ich schieß rauf. Genau, und du schießt dann weiter rauf. Bam, 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 bam. Ja, okay. Und dann fährst du, wenn du ihn abgesetzt hast, fährst du einmal hier so einen Kreis, dann fährst du ihn weiter so, dass wir ihn so ein bisschen schützen können, weißt du, dass er so ein bisschen geschützt von uns ist. Und wenn Summer, wenn du siehst, dass eng wird, dann, einfach wegrennen. Wir versuchen dich dann zu schützen. Weg. Genau. Ja, okay, wie willst du? Aber Digga, ich weiß ja nicht, wie viel der aushält, der Flak-Anhänger. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oder nein, pass auf, wir machen das anders. Pass mal auf. Aber RPG darf ich auch nutzen, oder? Ich hab eine ganz andere Idee, Digga, wir machen es besser. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich auch MTW rufen? Ich will mal kurz was gucken. Weil die MTWs sind doch deutlich stärker wie die Flak-Anhänger, Digga. Aber du kannst nicht steuern. Warte mal kurz. Digga, steig aus und hau einfach den LKW mit der Faust ein in die Fresse. Warte mal, mein MTW wurde zerstört. Konoti, wie sieht es bei dir aus, Digga? Der Anhänger ist gleich da. Gut. Komm mal dann zu uns hier, der ist gleich da. Ich denke, du hast schon alles Sinn gekauft, ergeben. Alter. Ich hab's freigeschaltet, aber noch nicht gekauft. Oh, Digga, dein gekauft, Ernst, ja. Mann. Ganz kurz, aber es wird trotzdem keinen Sinn ergeben. Er hat einen Flak-Anhänger holen. Müsstest du aussteigen, Philipp, und bei ihm den MTW fahren. Ich will jetzt hier vielleicht den Bunker etwas besser abschützen, beschützen, weißt du? Fahr mal ein bisschen weiter hier, nicht so auf der Straße, Digga. Das ist, fahr wenn dann auf dem Berg oder so. Digga, die auf der Straße ist nicht gut, wenn wir hier stehen. Ach, du willst defensiv spielen komplett? Du bist zu nah. Nee, okay, ich kann meinen... Okay, pass auf, das Problem ist, was ich sehe. Flak-Anhänger, schön und gut. Aber zwei MTWs sind deutlich besser als Flak-Anhänger, Alter. Weißt du? Ja. Aber die Frage ist, willst du campen? Ja, Digga, wenn wir campen würden, dann könnten wir einfach hier Flak-Anhänger aufstellen, da oben oder so. Oder könnten wir mit Flak-Anhänger fahren, weißt du? Und könnten die dann absetzen, so. Und einer, dann hätten wir, guck mal, wie viel Feuerkraft wir dann hätten, Digga. Digga, wenn die mir... Pass mal auf, wir campen jetzt erst und wir machen das jetzt so. Fahr mal... someone, Digga, dass wir den irgendwie... Pass mal auf, fahr den mal da drüben in den Busch, Digga. Da drüben in den Busch. Ja, Digga, geil, Busch. Wo? Da drüben in den Busch, Digga. Da drüben fährst du den jetzt in den Busch. Nein, nicht da oben, nicht da oben. Da unten, links, hier unten. Links, Digga. Hier unten, Digga. Links, da unten. Hier, guck mal, da siehst du doch den großen Busch da. Da siehst du doch den großen Busch hier. Direkt vor mir, Digga. Ja, ich mach Recht, doch. Der da, genau.
Nee, fahr mal. Lass mich mal fahren, Digga. Lass mich mal fahren. Ja. Nein, nein, lass mich mal fahren. Ja, jo. Alles gut, klären wir uns. Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber okay. Leute, Digga, darf ich sagen, was die mir schreiben, wo die sind, die anderen? Nein, nein, das sollten wir eigentlich irgendwie nicht. Oh, warte, machen. Ich mach kurz, dass du rein kannst. Warte, so, okay. So, kannst rein. Okay, dann werde ich es nicht. Ich weiß jetzt, wo die sind, aber ich sag's nicht. Ja, Leute, wir wollen jetzt erstmal unseren Bunker schützen. Wir fahren mal besser rein, Digga. Ich bin noch ein bisschen besser. Ja, genau. Ich suche gerade eine gute Position, wo du auch den Bunker in Sicht hast. Und, weißt du? Ja, ja. Jetzt weiß ich, was du machen willst. Du willst eine Defensive permanent stehen lassen, ne? Ich will, dass jemand, wenn die kommen, dass sie mehr Feuerkraft haben wie die, weißt du? Deswegen suche ich gerade eine gute Position, aber ich weiß nicht, ob. Ich weiß nicht, auf dem Berg ist keine gute Position. Dalaskill ist nichts gegen dich, du bist der Beste. Danke, Julian, aber das wissen wir doch sowieso alle. Mit Lenkraketen ausstatten, ne? Ja, ja, Lenkraketen, Digga. Also, das ist ich hoffe, der MTV hast du auch schon mit Lenkraketen, oder? Ja, den habe ich schon, alles okay, gut. Gut, gut, gut. Ich überlege gerade, weißt du, das ist hier, wir sind hier gut an der Straße. Wir hatten letztes Mal der Bunker, der war gar nicht so jawohl. Schlecht gewesen. Wir hatten mal wieder den. Was ist denn? Digga, das ist voll scheiße. Weißt du, was scheiße ist? Vorne ist so ein Bulle, Digga. Wenn ihr einen Schuss nur, sofort Polizei. Ja, ja, deswegen ja. Schießen wir auch nicht. Ja, deswegen schießen wir auch nicht. Ja, der soll sich verpissen, der Wichser. Ich oh. Nicht, dass du reinfährst. Oh, ja. Pass mal auf, Digga, wenn die hier kommen, dann werden die 100 pro. Ich weiß nicht, ich würde es heftig finden, Digga. Weil ich weiß nicht, wenn die das Ding angreifen, könnte ich mir halt vorstellen, dass die hier so lang fahren. So, hier so lang fahren. Weißt du? Schreib bitte nicht rein, wo die sind. Das ist. Das ja. Mein Kopf geht kaputt, Digga. Ich überlege gerade, wo wir ihn am besten hinstellen können. Weißt du, was meine Wegen? Achso, ja, alles klar, klärt uns. Weiß ich Bescheid. Ich glaube, das unauffälligste ist halt echt links zwischen den beiden Büschen. Gott. Was Besseres gibt es nicht. Ja, das. Leute, wir spielen Bunker-Battle, nicht Hunger Games. Ich habe die ganze Zeit ein Crimex ist am Mount Shield mit Helikopter und so. Guck mal, wie siehst du da? Siehst du hier noch was auf dem Bunker? Hast du hier irgendwie noch Sicht ein bisschen auf Bunker? Ja, so ein bisschen, aber eigentlich fast nicht, Digga. Ich müsste so leicht über eine Tanne gucken. Ja, Digga. Jetzt. So, warte. Stück vor. Weiter. Digga, hier bewegt sich gar nichts. Ich glaube, du bist in einem Loch. Nein. Doch, ich bewege mich, jetzt? Digga. Jetzt? Ja, bei mir nicht. Weiter. Ja, jetzt. Weiter. Noch ein Stück. Ich muss ein bisschen rausgucken. Fahr schon. Ja, dann bist du aber draußen. Ja. Ja, aber anders geht's nicht. Ich kann nicht durch den Busch gucken. So, Digga. Reicht so? Warte mal. Ja, hier, so ist zu weit, Digga. Warte. Oder warte mal, bin ich hier nicht so ein bisschen geschützt? Warte so? Mal. Schau mal hier. Digga, hier wäre heftig, warte mal. Oh, hier ist heftig, Digga. Oh mein Gott. Hier ist heftig. Ja, warte, lass mal genau so, warte. Drück. Ich steig mal aus. Nee, lass so. Ich will gucken, wie man das so sieht. Warte, links und rechts. Leute, ihr müsst, wenn ihr über die Straße geht, immer nach links und rechts gucken, sonst seid ihr schnell tot. Digga, den siehst du da kaum. Hä, wo ist der? Oh mein Gott, den siehst du gar nicht, Digga. Ja, Digga, das ist richtig gut gemacht. Den siehst du gar nicht, Digga. Setz dich mal da rein. Grün, ja. Bessere Tarnung. Warte, ja, ich weiß, bessere Tarnung, ja. Aber ich habe jetzt eine Kommandozentrale nicht mehr, das Problem, ich kann jetzt nicht einfach umtarnen. Kurze Frage, wenn ich jetzt mit dem MTV zu euch fahre, kann ich den Anhänger dann über Mechaniker anfordern? Ich überlege gerade. Nein, wir werden. Ein Fahrzeug. Wir werden machen, dass du mit MTV fährst. Dass du auch mit ja. MTV fährst. Und, aber fahr du mal mit MTV bitte, MBK. Und wir werden das so machen, dass, so haben wir einmal mehr Feuerkraft. Das ist schon mal gut. Das Wichtige ist, wenn die kommen. Dass du musst fahren, also du lenkst die sozusagen ein bisschen ab, du verarschst die so ein bisschen. Und wenn du siehst, dass die aber auf uns gehen, musst du schnell H drücken, dass du die Position wechselst, dass du sozusagen stehst und mit auf die schießt, weißt du? Ja klar. Das ist aber keine gute Idee. So bin ich letztes Mal gestorben. Es dauert viel zu lange, dass du dich umsetzt. Ja, das dauert ein bisschen, aber das Ding ist, er braucht ihn dann nur einfach ablenken und dann, sag ich mal, kann someone ihn mit der Flak schon beschießen. Weißt du? Digga, kann ich da kommen? Guck mal, ich beschieße ihn die ganze Zeit. Dann fahren wir so ein bisschen bei someone rum. Someone beschießt ihn die ganze Zeit. Digga, was wollen die machen, Digga? Die können nichts machen. Und in der Zeit wechselt dann noch Konoti und schießt dann vielleicht auch noch. Oder der lenkt die einfach nur ab. Und wo fährst du mit? Wo fährst du mit? Ja, was soll ich mit dem Anhänger machen? Wo aber hast du den jetzt geholt dann? Ja, ich hab grad überlegt, Digga. Achso, ja. Wir ballern gleich rein. Wir sind gerade am überlegen, Digga, was wir zusammenbauen. Deswegen, wo fährst du mit, Philipp, dass du auch schießen kannst? Ich kann hier in deinen schießen. Wir könnten auch theoretisch, also, fahr mal kurz geradeaus. Ja. Ja, Samban, sagst du was, Samban. Hier, fahr mal hier kurz in den Busch rein. Wo bist du denn? Nein, du nicht, Mann, ich ritt nicht mit dir. Digga, ich kann nirgends so hinfahren, ich bin auf einer Flak. Ja. Guck mal, Digga, wenn sich hier Konoti mit rein. Ich weiß nicht, oder? Warte mal. Das Ding ist halt. Menschen als Vokabel. Ist dein MTV grün?
Grün-weißlich, ja. Grün-weißlich, okay. Nice, schon mal nicht so schlecht. Ich überleg gerade, was ich hinstellt, weißt du? Er sagt immer Summon. Ich überleg gerade, was ich hinstellt. Digga, da kommt jemand, oder bist du das, Koloti? Nein? Nein, ich bin noch ganz weit weg. Digga, mit Helikopter kommt einer rübergeflogen. Wo? Darf ich schießen? Ja! Ja, schieß! Oh, nicht, aber. Ich weiß nicht. Die sollen sich nur verpissen hier. Digga, ja. Ich hab den eins gemacht. Ja, Digga, ich hab fast getroffen, Digga. Direkt über den, die haben sich verpisst. Gut. Die müssen nur. Aber ich glaube, die kennen jetzt meine Position, Digga. Das ist scheiße. Nein, werden die nicht kennen. Werden die nicht kennen. Digga, ich hab den. Die waren, ich will nicht pushen, hast, Digga, 30 Meter vor mir. Du hast Cops, someone. Ja, ist egal, warte, ich mach kurz... Darf ich anrufen? Ja. Ja, klar. Ist alles erlaubt, ja, außer die halt die paar Waffen. Warte mal, ich guck mal kurz, Cops schauen weg. Ich kann nichts machen, Digga. Ganz ruhig, Junge. Kannst doch sterben. Du dürfst ja nur nicht von denen sterben. Fahr mal kurz rein, ich schieß mal kurz den Anhänger kaputt. Oh mein Gott, ich glaub, DMG hat gerade nicht unsere Dings nicht gesehen. Was? Ich glaube, DMG hat gerade unsere Zentrale nicht gesehen. Er hat gefragt, habt ihr alle die Dings draußen? Ja, nice, Digga. Fahr mal schnell, mach die Kommandos, weil die Munition ist weniger. Mach die kurz kaputt. Digga, Flak. Nein, Flak-Anhänger können wir nicht nehmen, Digga. Flak-Anhänger ist der letzte Scheiß. Ein Schuss tot. Hast du mit einem Schuss gerade kaputt gemacht, ist die Hütte, wa? Ich hab mit einem Schuss kaputt gemacht. Ja, ist scheiße. Können wir vergessen. Nein, da müssen wir mit Doppel-MTW rumfahren. Das hat keinen Sinn. Ja. Pass mal auf, ich mach den hier auch kaputt. Ich bin tot, Digga, LKW überfährt mich. Ja, ist doch egal. Wir können doch sterben. Nur durch die anderen dürfen wir nicht sterben. Ich mach den auch. Geh mal raus. Mach den kaputt. Ja, geh raus. Warte, ich mach mit, Digga. Bestell mal dann einen neuen. Das ist dumm. Flak-Anhänger sind richtig dumm, Digga. Ich dachte, die sind gut, aber. Boah, Digga, ich schieße den aus, Digga, ist heftig. Oh mein Gott. Die ganze Hütte brennt. Holy moly, Mann. Also, wo ist der denn jetzt hin? Vorsicht! Jetzt er ist doch weg, oder? Er ist doch schon tot, oder? Er ist schon tot. Ey, als ob die uns jetzt nicht sehen auf der brennenden Steppe. Finde ich nicht. Ich finde nicht, dass es auffällig ist. Nee, ich finde auch nicht, dass es auffällig ist. Guck mal, da fliegt doch ein Hubschrauber rum. Hakuna Matata. Oh, es leckt schon wieder. Laut YouTube. Keine Ahnung, ob es leckt, Leute. Vielen, vielen Dank, teuer für 1 Euro. Bechernd. Hey, Glow, was geht? Buster, ich höre dich bei Standardskill. Wann kommt wieder BO2? Am Montag, Freunde. BO2 Montag. Ja, ihr müsst nur. Digga, es gibt's nicht, Mann, Digga. Langsam reicht's, langsam mit YouTube. Was ist denn los? Es leckt schon. Wieder. Es bei dir rum? Die. Ja, ja. Oh nein. Schreibt schon wieder leck rein, Mann. Ist deins grün? Ja, ihr müsst den Stream neu laden. So, ruf mal MTW jetzt neu. Bin dabei. Ich rufe meinen MTW und da müssen die anderen mitfahren. Ich schütze aber sein. Ich krieg eine richtige. Ich fahr dich. Wo krieg ich denn meinen beschissenen MTW? Mechaniker. So, du brauchst deinen gar nicht rufen. Nein, du brauchst deinen nicht rufen. Dings rufen meinen. Ja, alles gut, Digga. Hä? Wer war das? Du hast Selbstmord begangen? Alleine? Keine Ahnung, Digga. Ist egal. Egal, die eine Stunde ist noch nicht um, du darfst sterben. Nein. Alles doch gut. Alles klar, weißt du Bescheid, Digi, hau rein. Wir machen das einfach so, warte mal, ich muss mal gucken, wo hier mein MTW geparkt worden ist. Ich hab keinen. Hey, wieso hast du jetzt auch ein MTW? Ist es dein MTW hier? Yep. Der rote ist doch deiner, oder nicht, Digga? Der rote ist meiner, wollte er. Ja, ich meine von Standardzell. Mann, wir spielen mit 2 Doppel-MTW, Flak-Anhänger, scheiße. Ja, du fährst bei mir mit, Kunoti kann doch mit seinem. Ja, dann können wir doch einfach hier einen hinstellen noch, ist doch egal. Ah. Verstehst du, Digga? Du, Tamman, du rufst auch den MTW. Dass wir die dir noch vor den Dings erstellen, noch geschützt ein bisschen ist. Und dass sie irritiert sind. Warum fährst du mich um, Digga? Ich hab dich nicht gesehen, tut mir leid. Wo ist denn jetzt mein MTW, Mann? Fahr mal hier kurz lang, guck mal, wo mein MTW ist. Und bitte fahr keine Fahrzeuge an, sonst macht alles Schaden. Ja. Wir zocken auf PC, Freunde. Achtung. Hä? Wo ist deiner? Ich weiß nicht, guck mal hier, fahr mal hier irgendwo lang. Ob ja, mein MBK. Irgendwo Straße hoch, runter oder irgendwie weiter in der Stadt oder so. Ich ruf noch mal Mechaniker an. Wo ist denn der hier rechts war, Digga? Das war doch einer von euch, wa? Ne, den hast du ja, okay. Das ist nicht schießen, ich komm vom Berg runter, ja? Ja, alles klar. Nicht. Ja, alles gut. Ja, er muss geliefert worden sein. Digga, soll ich einfach meinen holen? Ey. Du musst deinen. So, Mann, oder ey. So hört mir bitte zu, Jungs.
wir haben gesagt, wir holen jetzt alle MTWs. Alle, jeder holt jetzt MTWs. Digga, du hast gerade gesagt, du und MBK holt den. Ja, und da ich mich verbessert habe, gesagt, wir holen alle MTWs. Ja, das kam aber hier nicht an, Digga. Mann, wo ist denn jetzt mein MTW, Mann? Sind wir die Straße hoch und runter gefahren? Ja, ich guck mal hier. Digga, ist gut, Digga, danke schön. Mann. Aber der muss geliefert worden sein. Die Frage ist nur, wo. So, MTW, ich hol jetzt meinen auf jeden Fall, okay? Ja. Ey, das kann doch nicht sein, dass er da nicht bei uns in der Nähe spawnt. Ja, Mann, wird als normales, wird als normales Kfz gesehen. Jo, danke Hanse1998 für Donation. Ja, ich weiß auch nicht, Bruder, was ist los. Hashtag StandardSkillArmy, Hashtag Samuel. Aber alles gut, Mann, wir gewinnen trotzdem an diesen Siegerleistung, was hier los, Mann. Wir können doch nichts machen, wir haben keine Chance, Digga. Sonst verpissen. Wo ist meiner? Warte mal. Ich hab meinen gerufen, der müsste irgendwo angeprägt. Irgendwer, der hier? Ist das meiner? Ist das deiner, Samuel? Ich glaube, ich habe keinen roten, Digga. Oder doch? Ich weiß es nicht mehr, Digga. Steckt einfach einen, keine Ahnung. Ich habe gerade einen gerufen. Ja, dann glaube ich, ist das deiner. Warte, ja, ich glaube, du fährst gerade mit meiner. Meiner bewegt sich. Nein, nein, hier ist doch deiner. Bist du dumm? Der steht hier auf der Straße. Ey, ach, der sieht gar nicht durch, ja. Mann. Ohne Spaß. Digga, hier stehen überall welche. Ja, dann steigt jetzt jeder ein MTV ein, wenn jeder einen hat. Das ist deiner hier, da kann ich nicht einsteigen. Das so, Philipp, du packst deinen am besten hier irgendwo hin, oder? Oder pack ich meinen hier hin? Mir ist egal. Warte, ich mach meine auf Dings. Entschuldigung, ich hab nichts gemacht. So, Fahrzeugzugang. hier, ich mach jetzt jeder, okay? Falls was ist, kannst du da auch einsteigen. Nein, pass mal auf. Soll ich meinen? Stopp. Du bist viel zu hektisch, okay. Bruder. Du bist viel zu hektisch. Ganz ruhig, wir müssen viel ruhiger werden. Also, wem gehört dieser MTV? Das ist MBK. Wer schießt das ist meiner, Digga. Wer hat hier geschossen, Mann? Ich hab nicht geschossen, hab vor jemand geholfen. Ich auch nicht. Warte mal, ich glaube, mir ist so eine Rakete aus dem Arsch gewachsen. Warte, also ich bin das hier, der Rote hier am Anfang direkt, bei dem Schwarzen hier. Okay. Nur über YouTube. Okay, dann stellst du. Hat deiner schon Schaden bekommen, Konoti? Dein MTW? Noch nicht, nein. Gut. Samuel, deiner hat schon Schaden bekommen, du stellst dein MTW hier hin. Bist du ein guter Schütze oder ein schlechter Schütze? Ich bin ein bombastischer Schütze. Nee, jetzt serious, Mann. Digga, ist serious. Ja, gut, dann steigst du bei Komoti als Schütze ein. Ja, alles klar. Genau. Nee, stell dir mal ein bisschen noch viel weiter vor. Das muss vor die Kommandozentrale, dass der geschützt ist, sozusagen. Ja, okay. Samuel, du hast schon wieder Cops. Hä? Ruf Onkel Lester an, warte. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Versteht, auf mich schießt keiner, Digga. Aber okay. Gut, alles klar. Ist erledigt. So, meinst du weiter vor hier? Weiter an den. Bitte weiter an die Kommandozentrale ran. Okay, so. Passt es so jetzt? Nee, schräg bitte. Digga, du bist richtig hart gestresst, Alter. Helikopter. Ja, Helikopter. Weil ich alles doppelt sage. Da in die Richtung, wo ich hinzeige, da kommt ein Helikopter her. So, ich bin jetzt so. Heu ja, jetzt so sieht schon, ja, so sieht schon besser aus. Leute? Ja? Da kommen Helis. Wo? Da vorne. Konoti, bist du der Grüne? Ja, ich bin der Grüne. So, das ist meiner hier, das ist meiner. Konoti, stell deinen mal an der anderen Seite, stell deinen mal bitte zur anderen Seite. Nee, stell deinen mal nicht an die Zugmaschine, stell deinen mal neben. Konoti, stell deinen mal, weil meiner ist schwarz, der ist gut getarnt. Stell deinen mal auch so bei Summer sein hin, so vor die Kommandozentrale. Ja. Und dann nimmt ihr meinen MTW und ich steig bei Dings ein. Ich steig bei, Dings ein, bei MBK. Danke dir, als dein treuster Mitarbeiter, dass du meinen Namen nicht weißt. Wieso, MBK? Hab ich doch gesagt, Digga. Mit Verzögerung. Heul doch, Mann. Du Pussy. So. Jetzt haben wir schon mal eine Aufstellung. Jetzt alles gut. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Es geht doch schon los, oder nicht? Wir haben es jetzt 21:21. Wann geht's los, ne? Jetzt ist eine Stunde durch, oder? Ich glaub 40. Warte mal. Der müsste jetzt durch sein, oder? Ich bin der Meinung 40. Ich frage mal. Digga, jetzt ist eine Stunde durch. Nein, ich glaube, jetzt ist los. Jetzt geht's los. Guck doch bei OBS. Halb. Halb geht's los. Halb, okay. Ja, okay, von mir aus. Wir machen noch schnell einen Aufklärungsstück.
Aber der bedeutet... Ist wo ist denn eigentlich der Helikopter, der hier die ganze Zeit gestanden hat? Ich hab den schon gefahren. Was ist der weggeflogen? Achso, damit bist du weggeflogen. Ja, ich soll jetzt noch einer Base. Okay. Gut, dann. Ja, wir holen jetzt einen. Mein Brudi, ich küsse deine Augen vom Bett, wenn ich über der Welt. Niklas, wie du nicht, Mann! Mein Brudi, ich küsse deine Augenbrauen. Ich bin manchmal rum. Philipp, holst du den jetzt? Ja, ich hol den jetzt. Oder soll ich? Nee, ich hol jetzt den Helikopter, ich ruf Mary was an. Ja, okay. Warte, ganz kurz, ich guck mal ganz kurz, wie die Bunker liegen, alle. Ich guck. Ich glaube, ich weiß, wo Max sein ist. Der wird hier in eine Richtung weiter sein. Das Ding ist, der eine Typ ist dem Highway entlang geflogen. Ja, ja, deswegen. Ich denke mal, die werden den nächsten Bunker haben. Ja, ich bin Berliner. Ein Bunker weiter. Warte, weg. Ich guck mal ganz genau, wo der ist für mein. Ich könnte jetzt ein 31er sein, Digga. Ich weiß, wo die liegen. Die schreiben es in den Chat rein. Aber nein, das machen wir nicht. Ich weiß nicht, eigentlich haben wir das als Community-Ding so gedacht, dass die Leute auch mitmachen können, aber laut Max ist das irgendwie, weiß ich auch nicht. Na, ist mir auch egal. Dann kann ich leider nicht auf den Chat gucken, tut mir leid, Leute, aber wie gesagt, wir werden jetzt erstmal, pass mal auf, das Ding ist halt, nee, warte mal, ich hab doch eine andere Idee. Clever, wer auch, die Klappen, sind die immer offen? Dann? Ach schon, Alter, Helikopter ist da. Wo? Hinter uns. Nein, das ist. Wo hast du Schmerzen, Digga? Ist es schlau, jetzt noch mit dem Helikopter zu fliegen, wenn es in 10 Minuten losgeht und wenn du stirbst, dann bist du tot? Ja, ich würde noch einen kurzen Aufklärungsflug machen. Wir können ja eh sehen. Wir können auch eh gucken, wo die sind, weißt du? Soll ich fliegen? Warte mal, weil ich mache ein bisschen offensichtlicher, weißt du, wenn die hier zuerst auf die schießen. Ich will, dass die, weißt du, die sollen hierher fahren, sollen unsere MTWs sehen, sollst du ja auf die schießen, dann kommen wir aus der Ecke raus und mähen die weg, weißt du? Oh mein Gott, das ist eine gute Idee. Guck mal, wie wir aussehen, Digga. Oh, warte mal, warte. Ich darf mir für meine Sniper aus meinem Kommandozentrale Munition holen, oder? Aber keine Explosivmunition. Keine Explosivmunition. Warte, aber wir haben gesagt, falls jemand in der Kommandozentrale. Man darf in der Kommandozentrale. Fahrt die mal hier weg, fahrt die mal hier weg. Die stehen da richtig scheiße gerade. Fahrt die mal weg, fahrt die mal weg. Mein? Und warte mal. Dauert zu lange. Wegfahren. Die Dinger ein bisschen zum Strand da unten runterfahren. Ich muss mal kurz den Helikopter hier für uns klären. Da muss ich sowieso ändern, Leute. Ich habe nämlich Explosivgeschosse drin. Aber Wärmebild ist in Ordnung. Aber ich kann ja panzerbrechende Geschosse machen, wa? Kann ich ja machen. Ja, Wärmebild ist in Ordnung. Sehr gut. Ey, letztes Mal schießt er auch mit dich. Der. Gar keiner. Ich hab jemanden abgeschossen. Bin ich auch mit Dings geschossen, Digga? Doch, die Cops sind da bei dir. Ja, ich fliege weg. Fahrt mal bitte. Geht mal MTWs, Konoti, someone, Schütze teilt ihr auf und geht mal bitte. Ja. Zusammen. Zusammen, kurz. Die Sniper. Und MBK, du musst kurz alleine im MTW. Ich versteck mich gerade. Ich mach kurz. Digga, die rufen mich ja alle an, das nervt mich so langsam. So, was sollen wir jetzt machen, Digga? Du hast jeder erzählt. Ihr versteckt euch mit den beiden MTWs kurz. Ja, okay, alles klar. Ich geh einfach mal safe darüber auf den Berg. Pass bitte auf, dass du nicht abgeschossen wirst, Philipp. Ach so, ist ja schon gleich, denkst du ja. Als gut, ja, ja, geht nämlich gleich los, Digga. Fünf, aber siehst du die? Ich sehe gerade niemanden hier, ist die nächste hier. Ist egal, wir werden, Ah, okay. Aber die werden safe den nächsten haben, sonst wären niemals dahin gefahren. Halb geht's los, 5 Minuten geht's los. Ja, die nächsten werden die 100 pro haben. Soll ich mich mal ein bisschen weiter weg? Ich weiß aber nicht, wo der nächste ist, weißt du? Wo ist denn der hier? Guck mal, ja, du siehst es ja nicht. Ist der hinter der Militärbase oder vor der? Hinter der, ne? Guck mal kurz beim Einkaufen, beim Einkaufsdings. Guck mal kurz, weil ich hab noch 5 Minuten, ich kann jetzt noch 5 Minuten fliegen. Es ist. Wo ist der? Sag mir mal genau, wo der ist. Oder ist der am Ende der Militärbasis? Ich bin links, auffällig, oder? Links ist ein Zipfel bei der Karte. Ja? Dankeschön. Auf diesem Zipfel, wenn wir hochfahren, auf dem Zipfel befindet sich der Bunker. Okay, fast also hinter der Militärbasis Flip. Sozusagen. Ich sehe, genau. Ja, hier sind welche. Hier sind welche. Leute, Minen sind nicht erlaubt. Gut. Fliegst du hoch genug? Ich hab die gerade gesehen, ja, die sind hier. Und dann wird sich Brox wieder so ein bisschen weiter außerhalb gedingst haben. Die können mich eh noch nicht abschießen. Ist auch nicht halb. So, Jenny, passen gut zusammen, beide witzig. Vielen Dank, Brox, allein vielen Dank. Am Mittwoch zieh unter. Digga, die schreiben mir aber, das wäre scheiße, Digga, die haben Minenfeld. Minenfeld ist nicht erlaubt, Mann. Das werden die nicht haben, hab ich doch extra gesagt. Hier fliegt noch ein Helikopter, ich glaube, die sind noch zur Aufklärung da. Sicher?
Ich weiß aber nicht, ob die jetzt zu denen gehört. Ist noch 4 Minuten, also ich werde jetzt gucken, ob das hier der... Komm zurück! Ich möchte auch nicht... Ich glaube sogar, die haben den Bunker von letztes Mal, Brox und so. So einer auf wird schon nicht auffallen, wenn wir den schon wieder benutzen. Ich glaube, ich mach mal einen auf diesen. Guck mal, hier kann man mich nicht so gut sehen. Das Gefühl, dass ich Raketen höre. Ach, das bist du, als die voll schon schießen, Digga. Ja, das bin ich hier, bleib mal geschmeidig. Ja, hier, Mr. Konoti muss auch in die CO eingeladen werden. Ja, ich glaube, also ich weiß es nicht, aber Brox wird den gleichen Bunker haben, den sie vorher hatten. Weil sie kam auf jeden Fall aus der Richtung. Digga, das schreiben aber mehrere, sie haben vor der Kommandozentrale Annäherungsminen. Na, wir gucken einfach mal. Das ist nicht erlaubt, dann sind sie disqualifiziert, das ist mir doch egal. Ja, dann sind die safe raus, dann sind die direkt. Haftbomben sind aber erlaubt. Haftbomben sind erlaubt, genau, aber Minenfeld nicht. Die könnten Haftbombenfeld machen. Weißt du? Ja, das wär. Digga. Wollen wir? Wer hat denn jetzt den roten da weggefahren? Achso, nee, warte mal. Das ist meiner, ich bin nicht bei dir. Wer hat den einen jetzt hier weggefahren, der hier stand? Digga, du hast doch gesagt, wir sollen uns verteilen. Ich bin hier hinten, guck mal, der hier hinten. So quasi vor dir, bisschen links. Boah, der ist aber gut am Arsch, ne? Digga, ich hab doch gesagt, nicht, du sollst bei Konoti mit rein, hab ich gesagt. Digga, andauernd wechselst du deine Taktik, wirklich. Ich fahr zurück. Ey, MK, was hab ich gesagt? Dass wir zu zweit immer an einem sind. Dass wir zu zweit in einem sind. Digga, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt gesagt, verteilt euch im MTW. Im MTW, alles klar. Mit dem MTW. Nein, lass ihn bitte einfach da stehen. Einfach da stehen lassen. Den aber nicht hier oben und drin stehen lassen, oder? Doch, doch, lass ihn da umstehen. Okay. Du sollst schön offensichtlich stehen. Die sollen schön denken, dass da, Lass mich als erstes rein, ich will fahren. Also so, ja, warte, ich hab grad eine Überlegung, was wir machen. Pass mal auf, das wäre heftig. Das so, ich hab 23 Haftbomben, Digga. Ich frage mich, was wäre, wenn wir von beiden Seiten kommen? Haben sie überhaupt noch vor? Heißt, ein Auto vom Wasser dabei und der andere von der Straße. Das Ding ist, ich überlege gerade. Ich hab, glaube ich, eine Idee. Steig mal ein, steig mal jetzt bitte alle in eure MTWs ein. Jo. Konoti ist noch nicht in unserem, Konoti, wo bist du, Digga? Ist doch egal, der muss doch nicht ins CO. Achso, doch, das beschießen wir uns selber. Warte, ich lade euch. Nein, Someone, bitte in den Dings rein. In den schwarzen. MTW, in den schwarzen. Schwarz, ja, okay. Ich hab gerade. Digga, Alter, ihr chillt mal ein bisschen, wirklich ohne Witz. Guck mal, wir haben zwei, die sehen fast. Naja, okay, fast ein bisschen gleich aus. So, bin drinne. Erstmal CEO-Einladungen annehmen. Genau, das sollen sie gegenseitig beschießen. Wie gesagt, die wollen, okay. Leute, wenn die Minen benutzen, dann sind die direkt raus. Verboten. So, pass mal auf, fahr mal da oben auf den Berg. Fahr da aus? Mhm. Ja. Ich überleg grad. Fahrt mal hier in die höheren Büsche rein. In die höheren Büsche. Hier, in die höheren. Nee, links. In die Büsche da, die höher waren. Guck mal, die höher waren. Dass sie uns nicht sehen, sozusagen. Nee, nicht. Links. In die höheren, da oben. Guck mal, da sind doch hohe Büsche. Siehst du die nicht? Hier links, Digga. Hier. Siehst du die? Ja. Genau, ihr fahrt. Pass mal auf, könnt ihr euch hier rennen? Ja, die werden platt gefahren, scheiße, nicht hoch genug. Oh mein Gott, nein, Konoti, pass auf! Was war das für ein Bug, Digga? Hä? Wenn wir sagen, dass wir gleich die Klippe runterfallen. Also pass auf, ich schätze mal, die an. Eine Partei könnte von links kommen. Ja? Die andere Partei könnte von oben kommen, das ist das Problem. Fahr mal weiter hoch, Wir brauchen ja nur ein bisschen Übersicht, weißt du, wir wollen, fahren wir noch weiter höher? Wir immer haben hier hoch da, Konoti, rechts. Hier hoch, rechts, genau. Rechts hoch da. Rechts hoch. Da kommst du ja, direkt ja, hoch. Die ja, Stein, ja, genau hier. Genau hier, Bruder. Genau. Ja, hier ist. Ja, Mann, wenn wir uns hier hinter verstecken. Geh mal ein bisschen so unter dieses Dach, bisschen. Konoti, genau, fahr mal hier, fahr mal da. Fahr mal zurück. Oh, Digga, perfekt, guck mal. Und ich kann genau auf unsere Kommandozentrale sehen. Boah, wir können. Fahr mal noch ein bisschen weiter zurück, MBK. Konoti. Nein, MBK, fahr mal so links kurz.
Links? Ja. Links rum so, einmal hinter noch, hinter Summer noch, hinter Summer noch. Hä? Genau, Digga. Stell mich mal dahin, stell dich mal dahin, genau, weil wir sind sehr, sehr schnell, Digga. Die Dinger sind echt schnell. Pilot, ich fahr ein Stück weiter vor das Haus. Ich würde schon gern, ich würd gern ein bisschen näher um die Straße zu sehen, weil die würden niemals hier hochgucken. Na, das. Ich, guck mal, fahr du mal weiter runter hier, fahr mal geradeaus, das ist ein guter. Nee, oh shit, Mann, Digga, du sollst da rauffahren, da vorne rauf. Pilot, genau. Ein bisschen Abstand lassen von der Wand hier. Oh, du leckst ein bisschen bei mir. Ja, das weiß ich jetzt. Fahr mal weiter. Ja, Digga, so ist gut. So. Fahr mal noch ein bisschen näher an die Kiste. Ja, doch, okay, so hab ich die Straße im Blick. Und wenn die von oben kommen, werden die es auch nicht sehen. Fahr weiter zurück. Soll ich die Straße im Blick? So? Hey, Digga, du musst näher ran. Lass mal kurz den Bunker, ja. Sag, wenn ich gut stehe. Ja, bleib mal hier so stehen. Das Wichtige ist, Leute, wir können ja kurz aussteigen. Ich steig kurz aus. Falls es, hast du schlechtes Internet oder so, Digga? Mit mir leckst du irgendwie. Ich hab gar, ne, eigentlich nicht. Hm. Gut. Die könnten auch vom Wasser auskommen. So, aber Digga, jetzt sehe ich alles richtig perfekt. Die schreien, die könnten vom Wasser auskommen. Das ist natürlich scheiße, wenn die vom Wasser auskommen. Aber das Ding ist, bleibt ihr da stehen, da sieht euch keiner. Ja, ich glaube, hier ist ganz gut. Aber die werden erstmal prinzipiell denken, wenn die denken, wir sind da in den MTWs drin, ne? Die da stehen. Die werden, die können einfach nicht denken, dass wir, das wäre aus. Weißt du, was das Problem ist bei mir, Digga? Ich müsste eigentlich ein bisschen runter, weil ich kann nicht runterzielen. Ich würde quasi über den Bunker. Wir können noch fahren. Wir wollen schießen noch nicht von der Entfernung, Alter. Ja, ich würde die Safe gleich hier ausschalten, alle platt machen. So warnschussmäßig. Oh, hot. Ja, das wollen wir natürlich nicht machen. Hot. Leute, wenn die über Wasser kommen, dann sehen wir die sofort. Wir haben hier einen kompletten Überblick. Ja, das Problem, ihr habt einen kompletten Überblick. Der Überblick ist total geil. Man sieht auch den MTW, Digga. Der steht wie auf dem Präsentierteller. Hey, wake up. Digga, warum schießt du denn? Digga, aus Versehen, Mann. Fahr mal mit dem MTW weiter runter, Digga. Der ist so auf dem Präsentierteller. Da mach ich gleich weiter. Was soll ich da drin reden mit mir? Ich bin noch an der gleichen Position. So. Nee, du bleibst da stehen, Michael, du bleibst da stehen, schick's gut. Jo, ich bin perfekt. Ah, die stand ich geh wieder hier runter, ja. Die stand da wie auf dem Präsentierteller. Und ihr könnt ruhig in MTW rein, ich hab hier eine übelst gute... Nein! Warum steht jetzt da jemand auf dem Dach bei euch? Jungs, was macht ihr? Geht ihr in MTW rein, wir brauchen auf jeden Fall mindestens einen mobilen MTW, der direkt hinfahren kann. Ich hab wirklich gesagt... Mann, du musst ein bisschen weg, sonst kann ich einsteigen. Warte, okay. Noch nicht einsteigen, warte. Ja, okay, jetzt. Ja. Ja, schmeißt mich aus dem Auto raus. So, warte, lass mich wieder einsteigen. Jonathan ist ein richtiger Diktator, ist wirklich so. Es hat damit nichts zu tun, man braucht jemanden im Team, der was sagt, der was ansagt. Weil wenn jeder das macht im Team, was nicht, wenn jeder irgendwas im Team macht, dann hat es einfach keine Ahnung, das ist kein Team, dann ist es eine Rummeltruppe, weißt du? Ja, ist ja richtig, aber dann sagt doch zum Beispiel so, Simon macht das, dann macht das, du sagst immer, fahr nach vorne und jeder fühlt sich angesprochen. Digga, du brauchst richtige Namen. Commander Nummer 1, 2, 3. Realess hat den Mitarbeiter Weißstudio erledigt. Oh mein Gott. Oh. Nein. Lol. Oh mein Gott. Und pass auf, komm zu mir. Michael, komm zu mir. Wo bist du? Wo stehst du genau? Ich stehe hier. Wir machen Angriff. Wir greifen an. Wir fahren jetzt, Oh, Damage hat den Mitarbeiter Weißstudio erledigt. Aber? Wir müssen zu Max. Da ist gerade Action. Fahr hin. Kommt mit, oder nicht? Komm mit. Komm los, let's go. Fahr. Oh, starke Sprung. Oh, Alter. Schnell. Fahr. Oh, du leckst mega bei mir, Digga. Nee, du musst Schütze machen, Digga. Das geht nicht. Du leckst bei mir mega. Straße und dann an der Straße lang. Genau. Ja, das geht nicht. Das ist gleich wie bei Brox. So lang, ja? Du musst Schütze machen. Ja, genau. Ach, da unten. Das könnte auch ein Bug sein von Rockstar. Ich weiß nicht, ob das... Jo, warte, aber du musst auf jeden Fall Schütze machen. Ja, moin, Digga. Wie das fucking A-Team kommen wir hier an. Let's go, Fahr los. Komm, let's go! Aber siehst du, auf einer hat es auch kacke. Jetzt ist Chris direkt draußen. Deswegen wäre es gar nicht so schlecht mit dieser Kommandozentrale. So, wir fahren. Ich guck kurz beim Mace Bank Ding.
Okay, alles klar. Wir müssen, nachdem wir über die Brücke sind, die erste links. Ja, 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 ich weiß, wo die sind. Wir greifen da jetzt direkt an. Lass dich schon mal jemanden ausschalten, einen ausschalten. Kommt durch Wasser, durch Wasser, durch Wasser, durch Wasser. Schnell, schnell, ja, schnell. Komm. Wir müssen mega schnell reagieren. An der Militärbase. Leute, wir sind fucking. Vorbei. Leute, ihr müsst Hashtag A-Team reinballern. Bin hier richtig ab. Ja, Digga, dieses Gunrunning DLC hat alles gefehlt. Guck dir das mal an, wie krass das ist, Digga. Jonathan, Karoli, vielen, vielen Dank für VIP, Bro. Willkommen in the Club, Junge. Okay. Freut mich, dass du dich dazu entschlossen hast. VIP in der besten Crew zu werden, Amina. Okay. Da sind sie. Leute, ich darf nichts nicht sagen im Chat, Leute. Das ist nicht erlaubt. Passt mit euren Tipps, aber ich darf nichts erwähnen. Hi, Jonathan, was geht? Mal ein bisschen weiter rechts hoch. Fahr ein bisschen weiter rechts hoch. Gleich. Die sollen uns nicht sehen. Greif die Kommandozentrale an! Schieß sie ab! Schieß sie ab! Sag mal, wo fährst du hin, Digga? Ja, hier! Hau weg die Hütte! Hau weg ist die sie Hütte! Ist sie weg? Doch nicht! Ist weg, ist weg! Ist Munition sparen! Zurück! Okay, ihr seid dann rot. Gut. Da oben ist ein Jet, okay. Zurück! Wo seid ihr, Jungs? Da hinten kommt ihr. Digga, wenn die jetzt mit Jet kommen, dann rast... Achso, das ist Militärjet. Ja, wir sind zurück. Alter, Digga. Falter. Nicht schlecht. Weiter zu Base. Zu Base. Weiter geradeaus? Zu unserer Base. Zurück. Jetzt Defense. Digga, mach mal einen Koordinator, Konoti. Hä? Mach mal einen Koordinator. Rechts. Wo fährst du lang? Rechts. Einfach Philipp hinterher. Da war ich gestern gegen, ja, ich bin gegen den Baum gefahren, Digga. Siehst du ihn da vorne? Einfach hinterher fahren. Hi, Andi. Und jetzt wechseln wir die MTBs, weil dann haben wir jetzt nochmal volle MTBs Munition. Du hast vorhin mit deinem geschossen. Und mein Flak an. Ja, aber das waren nur ein paar Schuss. Du hast ja gerade per Mehrschuss weggehauen. Ich hab 3-4 Schuss gehauen, Digga. Ding ist, ich hab. Die sind raus. Deren Base ist tot, ne? Ja. Na, jetzt müssen wir die Teammitglieder killen. Dann sind die ja, raus. Ja, jetzt Teammitglieder. Schreib mal Teammitglieder noch. Ja. Digga, aber wir, wenn unsere Dings jetzt noch heil ist, ich glaube, Brock sein ist kaputt und Max sein ist kaputt, dann campen Digga, wir jetzt. Dann campen wir jetzt. Digga, haben wir gewonnen. Taktisches Warten. Dann, nee, Digga, hä? Wenn unsere noch lebt, dann weißt du, es wäre dumm, wenn wir jetzt wegfahren würden. Oh, ja, ja, deswegen sag ich ja. Wir warten und dann knallen wir die mal ab und dann war's das. Dann haben wir gewonnen. Digga, unsere lebt noch. Ja? Hä, hey, wo ist denn die? Da direkt hinter dem Bunker. Ja. Ist der mit despawned? Als ob. Oder haben sie die gekillt? Nein, Digga, die würde doch da liegen. Guck mal, bei uns sieht alles gleich aus, Digga. Warte, hä? Someone wurde... Habt ihr unsere Kommandozentrale kaputt gemacht? Nee. Okay. Habt ihr unsere Kommandozentrale kaputt gemacht? Nein. Nö. Someone, wo ist denn die Kommandozentrale hin? Digga, du bist im falschen Channel. Ey, Standard-Skill? Ja? Habt ihr die Kommandozentrale von Brox kaputt gemacht? Wir haben eure kaputt gemacht. Ey, nee, unsere nicht. Unsere ist noch kaputt. Nein, wir haben die kaputt gemacht. Nein, die ist noch hier, Digga. Nein, wir haben die kaputt gemacht. Die blaue. Die ist doch hier. Die blaue. Ja! Die blaue mit dem Adler. Wir haben eure kaputt gemacht, ja. Digga, die steht doch hier noch komplett heil. Nein, meine ist, die ist nicht kaputt, ich schwör auf alles. Digga, guck bei mir im Stream, die ist kaputt. Hä? Warte mal. Wahrscheinlich hatten die dieselbe, Digga. Bei uns im Stream... Warte mal. Wo ist unsere Kommandozentrale, Digga? Die sind nicht kaputt. Ja, Digga, ich bin doch wieder ins CEO gegangen und dann ist doch meine raus. Ist seine, ach so, die scheiße. Schon bei seine draußen stand. Soll ich rausgehen und die da hinten... Ja, ja, ruf mal deine. Aber uns hat keinen Angriff, ich hab grad gefragt. Nee, deswegen. So, ich hol meine schnell. Wie, eure ist noch heile, Digga? Bei uns ist die kaputt? Da. Warte mal, nee. Ich guck mal kurz bei dir in. Digga, bei uns guck mal im Stream, Digga, wir haben dich angegriffen, das ist richtig. Die letzten, warte, ich sag dir wann. Die letzten. Hä, hey, wo war das? Welche habt ihr angegriffen? Vor, wo stand die? Digga, bei der Militärbasis. Ja, das ist nicht unsere. Ach so? Ja, das ist die von Brox. Ach so, da haben wir Brox seine zerstört. Ja, okay. Und dort wurde eure auch schon zerstört? Nein, unsere wurde noch nicht zerstört. Okay, gut, dann wissen wir Bescheid. Gut. Oh. Gut, das war Brox seine, Digga. Das ist Brox sein Lager irgendwie. Habe ich jetzt herausgefunden. Nice. Okay, wir wechseln jetzt erstmal hier die Dinger hier. Warte, ich hol jetzt erstmal die Kommandozentrale. Ich bin gleich da, warte. Ja, aber wir wurden nicht angegriffen, also alles gut von daher. Ja. Wie gesagt, es ist einfach nur dieses weggespawnt, Digga, weil ich ja den CEO gewechselt habe.
Ja, Digga, mach mal hier Fahrzeugzimmer bitte auf jeden. Achso, ist schon. Gut, gut, gut. Wechselt mal ihr auch bitte die Kommandozentralen. Die MTWs. Die MTWs. Ja. Ja, klar. Ihr habt Schüsse jetzt gerade verbraucht. Brock, seine Kommandozentrale ist auf jeden Fall kaputt. Ja, das war's. So, steht sie gut da? Ja, war? Ja, ja, perfekt. Aber ich würde auch sagen, aber wollen wir jetzt echt abwarten? Digga, ich würde jetzt sagen, wir warten jetzt noch ab, ja. Ja, Digga, natürlich. Wir haben gerade einen Angriff gemacht, Digga. Wir haben gerade einen Angriff gemacht. Eigentlich müssten wir das jetzt ausnutzen. Die haben ja keine Base mehr, die haben nichts zu verteidigen. Heißt, automatisch greifen die jemanden an. Ja, deswegen sag ich ja, deswegen kommen wir mit Hinterhalt. Ja. Weil wir müssen jetzt was. Verstehst du? Die nicht. Guck mal, wenn die jetzt hier langkommen, Digga, dann können wir einfach ganz einfach einen Hinterhalt machen. Verstehst du? Ja. Guck mal, die werden zuerst so unten 100 Pro auf die anderen schießen, Mann. Guck mal, hast du ja gesehen, wie viel die Kommandozentrale Schuss braucht? Weißt du? Und ich stell den jetzt hier hin. Wir warten ab, wenn die unsere Kommandozentrale abgeschossen haben, könnt ihr die ruhig zerstören. Digga, solange, dann machen solange die safe wir safe kaputt. Habt ihr die Kommandozentrale gewechselt? Ich hab MTW gewechselt, ja. MTW meinte ich, ach Mann, Digga. Gut, dann, oh, jetzt kommt auch noch Nebel. Dann kommt mal zu uns. Oh, was passiert da? Guck! Alter, die kennen sich gerade alle. Wo bist du drinne? Realize. Oh, Damage hat den. Max und Decking. Oh mein Gott. Es wurden zwei von Max getötet. Ja, Max ist tot. Max, wir campen jetzt, Digga. Unsere Kommandozentrale lebt noch. Ihr, ey, kommt mal weg da. Ihr mit eurer MTW kommt jetzt hier auf den Berg. Oh, scheiße, Digga, es ist hier auch noch Nebel. Komm, ich bin auf dem Weg. Ja, das backt hier irgendwie rum, Digga. Komme. Kurz die Eier übers Fenster gegangen, Digga. Jetzt fahr los. Ihr seid wieder, ja, okay, ich sehe. Ich hab geschrieben, alle Toten lieben, weil sonst, glaube ich, das ist nur durcheinander. Ja. Leute, wir werden die so kaputt ficken, Digga! Leute, ballert ein Like rein! Oh, jetzt ist auch noch Nebel da, ey. Ja, Digga, ich sehe gar nichts mehr. MBK? Stellt euch mal hier hin, kommt mal zu mir. Hier, dass wir hinterm Berg stehen. MBK, du gehst weiter vorne hin, stellst dich im Busch und guckst, wo die kommen. Okay? Ich bin dabei. Weil ich bin Fahrer, da fahre ich schnell zu dir. Und ihr kommt hier zu mir. Ihr stellt euch hier genau bei mir hin. Hier unten stellen wir uns hin. Hier unten. Jo. Hey, Digga. Mit Panzer zerstören. Ja, willst du da 300 Haftbomben aufschmeißen? Digga, warum tryhan die jetzt schon wieder wie mit Panzer zerstören? Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben jetzt. So. Was haben die schon wieder gemacht? Ja, die schießen mit jetzt, Panzer jetzt, die Kommandozentrale. Jetzt haben sie mit unserem Panzer die Kommandozentrale kaputt gemacht. Mit eurem Panzer? Gesagt, ja, mit nein, einem Panzer. Mit einem Panzer. Wir haben doch gesagt, man muss mit Annäherungsminen das kaputt machen, weil sonst ist es ja voll einfach. Muss ja. Ach so, ich dachte, mit Raketen haben wir das. Ja, meinetwegen auch. Annäherungsminen, das reicht gar nicht alles, Digga. Das reicht gar nicht. Der hält alle Haftbomben aus, Digga. Ach so, darf man mit Panzer auf die Teile draufschießen? Ja, habe ich mir so gedacht, Digga. Haben wir auch gemacht jetzt. Ich war noch bei der alten Regel, dass man das. Ach, Scheiße. Heute ist voll. Oh, scheiße, Digga. Sorry für die Regeln. Ich blick damit gerade. Ja, das ist noch ein bisschen. Ja, da müssen wir. Also, ich habe jetzt drauf geschossen, weil, Digga, das Ding. Als wir zum Beispiel bei dir gerade waren, als wir angegriffen haben, da habe ich ja auch. Habe ich auch nicht auf das Ding. Nee, du hast uns gar nicht angegriffen, Digga. Ach nee, ja, als wir Brox angegriffen haben, da habe ich zum Beispiel auch nicht mit dem Panzer auf die Ding geschossen. Ach so, weil ich dachte, ja, das. Ja. Channel switched. Ja, die haben irgendwie jetzt so. Die haben gedacht, man dürfte nicht mit einem Panzer so raufschießen. Wow. Auf die Kommandozentrale? Ja, natürlich darf man das. Sonst Digga, willst du da Haftbomben? Ja, hab ich gesagt, Haftbomben geht gar nicht. Ja, ist egal, heute ist ja nochmal, wie gesagt, Bunkerbattles machen wir noch nicht so lange, Freunde. Das ist alles noch so ein bisschen in der Beta, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wo, siehst du irgendwas, MK? Gar nichts. Digga, also, du bist der Speer gerade, du bist der Speer. Ja, ja. Also jetzt zum letzten Zeitpunkt sehe ich nichts. Ich glaube nämlich, iCrimex ist tot. Ich glaube, die Einzigen, die noch leben, sind Brox und, Barbie. Okay. Ja. Ich glaube, die sind auch nur Zweierteams, ne? Kann das sein? Ja, weil... Ja, Relay ist ja raus, ne? Weg. Ja, ja. Und mehr hatten Brox und Damage. Ja, Digga, dann... Easy, wir sind 4 gegen 2. Wir sind 4 gegen 2, Digga. MBK einsteigen. Leute, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Mann, ja. MBK einsteigen. Fahren wir zu denen? So. Nee, ja. Hab ich nicht, glow. Digga, wir rotten die jetzt aus. Leute, wir rotten die jetzt aus. Ganz kurz, ja, aber kann Max dann rausgehen? Er ist auch tot. Oder nee, theoretisch, wir können... Nee, Quatsch, wir machen gar nichts, Digga. Wir spielen ihn nicht auf heftig, Digga. MBK, stell dich da hin, wir warten, bis die kommen. Die müssen unsere Kommandozentrale kaputt machen. Ansonsten haben wir gewonnen, wenn die nicht kommen. Weißt du? Ja, guck mal, wo Konoti reingefahren ist in den Birnbaum, Digga. Dankeschön fürs Schubsen. Ja, bitte, Digga. Konoti, komm mal hier wieder hin, dass wir uns hier verstecken. Ja, klar.
MBK macht wieder Aufklärung. Und wenn die kommen, dann ziehen wir die weg. Dann hauen wir die weg. Ist mir egal. Was ist das für ein Bug hier? Die müssen ja angreifen. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Holy moly, Mann. Nee, Leute, Grafik runterstellen. Eine Stadt gerade Grafik runterstellen, dann geht der Nebel weg. Nee, wir müssen schon fair sein. Alles nee, fair nee, sein. Wir lassen das alles so, wie es ist. Ja, genau. Da wir wollen ja. Ups, ist im Haus. Das bleibt so, wie es ist. Mach das nicht mit Absicht hier. Wow. Also, MBK, wenn du siehst, sofort her, damit du bei Club einsteigen kannst. Ja, ich fahr dann direkt zu dir. Gewinnen. Ja, pass auf, dann lass kurz Position wechseln, dann kannst du mal hochfahren. Leute, es ist jetzt ein 4 gegen 2. Ey, wenn wir jetzt. Ja, aber trotzdem, ich will das safe zu Ende spielen. Ja. Am besten wäre, wenn wir alle 4 überleben, das war heftig. Wir nutzen uns aus, wenn die unseren Panzer angreifen, unseren... Ja, deswegen kommen wir von hinten und dann, Nein, wir die direkt weg. Aber bitte, wenn ihr den ersten Schuss macht, seid euch sicher, dass der erste Schuss trifft, weil das ist dumm. Ja. Wenn wir runterfahren und schon schießen und die Schüsse, weiß ich nicht, wohin gehen, dann sehen die direkt, dass wir kommen, weißt du? Wir wollen ja so Überraschungsangriff machen. Also seid euch wirklich sicher, dass die Schüsse treffen. Das ist mega wichtig. Also nicht direkt von hier oben direkt auf die raufschießen. Nein, also, natürlich nicht. Also soweit ist noch gar nichts zu sehen. Okay. Ja, aber die müssen angreifen, also das sehe ich nicht ein, Digga. Warum sollten wir jetzt noch angreifen, weißt du? Ich guck halb Wasser. Ja, haben unseren Angriff gemacht. Ich guck halt Wasser und Straße. Ich guck direkt auf die Kommandozentrale drauf. Warte mal, ich guck mal nach links und so bergmäßig. Guck mal den Highway. Ja, die kommen in den Highway oder vom Wasser, Digga. Guck auf Wasser, ne? Wasser musst du auch gucken. Wasser, ich hab alles gerade im Blick. Also, jetzt hab ich gerade ein bisschen umgedreht, ein bisschen mehr Kontrolle über unsere Street. Hey Heiko, was geht? Hi FC Gamer, danke für dein Abo, Digga. Also, weil das sehe ich wirklich nicht ein, Digga, dass wir... Dankeschön, Brockstar. Dass wir die angreifen müssen, wenn unsere Kommandozentrale noch lebt, weißt du? Das wäre so dumm, Digga. Das wäre Schwachsinn, Alter. Das ist wirklich dumm schon. Und wir haben Angriff schon gemacht. Wir haben schon immer Angriff, ja. Meine ich auch. Und die waren noch nicht einmal hier, außer mit dem Kaku-Helikopter. Ich hab Angst. Die kleinen Broxes bei uns im Chat sind und halt. Sollen ja sein, Digga, können wir ja sagen. Wir können doch machen, weil ich sehe es nicht ein, Digga. Dass wir jetzt da hinfahren, sehe ich nicht ein. Sieg ist da, ist so. Also ich denke mal, dass das Hashtag Sieger-Livestream ist, Leute! Leute, ballert rein! Dann despawnt wieder meine Kommandozentrale. Ja, bleib einfach so. Ja, deswegen. Leute, ich kann jetzt clone, ich kann jetzt kein CEO gehen. Hashtags haben wir uns zerstört. Aber wir komplett als Team, Leute. Remain, was geht? Max Wendler guckt auf die Map. Ja, Max ist doch tot. Max ist tot, er darf auf die Map gucken. Ja. Geiler Stream. Dankeschön, Zalko, danke für dein Abo, Digga. Leute, macht Hashtag S-Team für Samu und Standardskill. Hashtag S-Team. Lol. Dankeschön, ne? Also. Voll cool. E oder S, E, S. Digga, was hat Brox? Brox ist auf der Brücke bei der Militärbus. Brox kommt. Echt? Halt Ausschau, MK halt Ausschau. Ich bin permanent dabei. Auf der Brücke heißt. Welche Brücke? Rechts, die werden auf dem Highway kommen. Die werden Highway kommen. Ja, da kann ich nicht reinballern. Du sollst auch noch nicht. Sollst doch da gar nicht reinballern. Komm aus dem Hinterhalt, mein Freund. Ganz entspannt. Na, ich schieß nicht. Also, wir müssen wirklich dann näher ranfahren, Konuti, und dann ballern wir die weg und dann können die nach Hause fahren. Jo. Noch sehe ich. Achso. Gar nichts. Ich sehe dich, Ja. Ja. Komm rein. Wo bist du? Hier, ich bin rechts. Kommen die von rechts? Ja, die kommen von rechts. Wartet, bei uns sind. Ja. Gechillt. Ich habe jetzt gerade noch, einen gesehen, aber ich denke, beide kommen. Nein, die werden dann eingefahren. Fahr weiter nach vorne, Max. Weiter hier, links weiter runter. Aber auf entspannt, Digga. Sobald wir die ersten Schüsse sehen, fahren wir hin und dann aber. Stopp, bleib stehen, Konuti. Wir warten kurz, dann werden wir die. Noch nicht schießen. Nein, ich mach doch nichts. Ich wollte gerade jetzt. Oben, guck mal oben, hinter uns. Hinter uns, komm, rauf da! Schieß. Fahr weiter.
Jawohl. Da, links. Jawohl. Links ist noch einer, links ist noch einer. Ich sehe keinen, ich sehe keinen. Wo ist er? Da, warte. Sparmunition. Er haut ab, er haut ab. Digga, wir holen ihn uns. Die werden alle überleben. Zwei Schüsse drauf. Drei. Komm. Alter, dieses Ding. Komm, hau ihn weg. Ja, aber es backt so ein bisschen, ich komm gar nicht hinterher. Sparmunition. Ich komme. Ja! Bam, Mann! Yeah. Was ist hier los, Mann? Gefickt, Digga! Ja, die Hütte ist doch gerollt, oder? Nein. Leute, wir haben alle überlebt. Keine Chance hatten die. Digga, wie die weggefahren sind, Digga. Digga, holy moly, Mann, Leute. Das ist Team Standard-Skill. MBK, Konoti und Samwan, Leute. Wir haben rasiert, Mann. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde ich mich sehr freuen. Vielleicht schaffen wir hier noch die 5000 Likes. Was ist denn los, Junge? Leute, wir schaffen 15.000 Likes. Ballert rein. Weggehauen. It's just a prank, John Cena. Bro. It's just a prank. Shit, man, Junge. Team Securus hat wieder zugeschlagen, Mann. Team Styling und Team Bestes Gameplay hat gewonnen hier. Amen, wir hatten auch die beste Taktik hier. Digga, wir hatten den besten Style, die beste Taktik. Was ist hier los, meine Freunde? Das ist der Hashtag Sieger-Livestream. Booker Battles ging diese Woche an Team Standardskill und natürlich die Jungs, die dabei waren. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Ich müde mich mal kurz. Jo. Holy moly, Leute. Das war der Sieg, Mann, Digga. Boom, Headshot! Boom, Headshot! Boom, Headshot! Digga, was ist hier los, Mann? Heftig, Freunde. Wie gesagt, die Regeln sind noch ein bisschen schwammig gewesen. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachhelfen. Pipapo, aber wir haben auf jeden Fall gewonnen, Mann. Das ist der Hashtag Sieger-Livestream ist wieder real, Leute. Huh, shit, man, Digga. Vielen Dank für den ganzen Support, Freunde. Morgen geht's weiter mit GTA Live. Ich werde morgen GTA Live wahrscheinlich schon ein bisschen zeitiger starten. Und morgen wird's auf jeden Fall ein leckerer Stream von GTA Live, Freunde. Ich denke mal, heute kein GTA Live mehr. Also, ich glaube nicht, vielleicht. Also, wie gesagt, wenn die Glocke benachrichtigt, werdet ihr kriegt ihr eine Information, Leute, ob ich noch streame oder nicht. Also, am besten die Glocke drücken, dann wisst ihr immer, wann ich streame. Und vielen, vielen Dank für den ganzen Support, Leute. Hat echt mega Spaß gemacht zu zocken. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Genießt das Wochenende. Wir sehen uns morgen zu GTA Livestream. Vielen, vielen Dank, Digga.